Ja, herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Susanne Dier, ich bin Referentin im Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. In diesem Institut haben wir auch einen Arbeitsschwerpunkt mit dem schönen Titel Eigenständige Existenzsicherung. Ein sperriger Begriff, aber wir werden, denke ich, über Inhalte, die dieser Begriff umfasst, also über Zugänge, Ausschlüsse und Bedingungen des Erwerbsarbeitsmarktes heute Abend sicher auch sprechen. Die Reihe Streitwert, in der unsere Debatte heute stattfindet, findet dreimal im Jahr statt. Und wir vom Gunda-Werner-Institut setzen ein aktuell diskutiertes Thema auf unsere Agenda, um es auch nochmal geschlechterpolitisch zuzuspitzen und zu diskutieren. Ich darf Sie auch auf unsere Website verweisen, wo Sie Texte und Themen rund um die Debatte heute, auch die vergangenen Streitwerte nochmal nachschauen können. Und auch der heutige Streitwert wird ins Netz gestreamt, so als Hinweis nochmal vorab. Wir sind also im Internet. Die Debatte heute, die Reihe Streitwert, die findet statt in Kooperation mit der Wochenzeitung Der Freitag. Und der liegt auch außen aus. Ich habe ihn hier nochmal mitgebracht, weil er diese Woche auch einen passenden Titel zu unserer Debatte hat. Also da steht drauf, das ist Arbeit. Und darunter der Aufruf, befreit euch. Also mit diesem Aufruf, denke ich, ist dann auch nochmal der größere Rahmen neben Arbeitsmarkt und gleichstellungspolitischen Perspektiven, also nochmal ein größerer Rahmen gesetzt für unsere Diskussion heute. Wir haben 6 Gäste eingeladen auf das Podium. Die werden nachher im Einzelnen nochmal vorgestellt. Und zwar von unserer Moderatorin Ulrike Baureitel, die nicht nur für den Freitag schreibt, sondern ihn auch mitbegründet hat. Sie ist Journalistin und Lehrbeauftragte an der Humboldt-Universität. Bevor ich jetzt aber Ulrike das Wort erteile, möchte ich noch erst einem anderen Podiumsgast die ersten Worte oder besser gesagt die ersten Töne übergeben. Und ich begrüße dafür Bernadette Lahengst, die derzeit auf Tournee in Deutschland ist mit ihrem Theaterstück mit dem schönen Titel Bedingungsloses Grundeinsingen. Und ich denke, befreit euch, wie der Freitag diese Woche titelt, wäre auch eine schöne Überschrift für dieses Theaterstück. Ich denke, auch dazu werden wir heute noch einiges erfahren. Ich bitte jetzt also Bernadette Lahengst, uns auf diesen Abend einzustimmen und ja, wünsche uns allen eine gute Debatte. Dankeschön. So, hallo, schönen guten Abend. Ich stelle mich nochmal vor, ich bin Bernadette Hengst. Ich bin für heute Abend eure bedingungslose Chorleiterin. Ich werde mich jetzt nicht auf die Bühne stellen, sondern ich werde so hier bei euch bleiben, damit ihr mich nicht entwischt. Weil die einzige Bedingung, zu der ihr euch heute, vielleicht noch, ihr wisst es noch nicht, aber bereit erklärt habt, ist das gemeinsame Singen. Unter anderem über die Debatte, über das, was wir heute Abend diskutieren, im Kopf durchdenken, werden wir es halt auch musikalisch umsetzen. Ich habe lange überlegt, mit welchem Lied fange ich heute an. Ich habe in der Popgeschichte, meiner persönlichen Popgeschichte nachgesehen, gibt es da ein Lied über ein ähnliches Thema, und ich habe tatsächlich ein Lied gefunden von 1991 von der Band Hua aus Hamburg, bei der ich auch kurz mal mitgespielt habe. Das Lied handelt eigentlich von einem Missverständnis, von einer politischen Parole, die am Anfang der 90er sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und zwar handelt es sich um die 35-Stunden-Woche. Der Refrain geht folgendermaßen. Ich singe euch mal vor, damit ihr nachher mit einfallen könnt. 35 Stunden. Thank you.
Darf ich das Podium dann bitten? Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich heute Abend, nicht bei Biergartenwetter, dafür bei Gewitter, und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Sie haben es schon eben gehört, die einen haben zu viel Arbeit, die anderen haben zu wenig Arbeit, die einen haben zu viel Zeit, die anderen zu wenig. Aber was wir meinen, ist natürlich die bezahlte Arbeit und die freie Zeit. Wir brauchen Zeit, um zu arbeiten, aber von der Zeit, sagt Marx, hängt es ab, ob die Gesellschaft die Zeit hat, sich menschlich auszubilden. Zeit ist notwendig, um sich zu reproduzieren. Zeit ist notwendig, um die Familie zu versorgen, unsere kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen und so weiter. Deswegen gibt es seit 150 Jahren den Streit oder die Aushandlung um den sogenannten Normalarbeitstag oder das Normalarbeitsverhältnis. Und dieses Normalarbeitsverhältnis ist inzwischen aber von mehreren Seiten unter Druck geraten. Auf der einen Seite von den Bedürfnissen der Unternehmen, die immer mehr Zeit sozusagen brauchen und vereinnahmen, also sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr. Auf der anderen Seite von den Menschen, deren Lebensbedürfnisse darauf ausgerichtet sind, eben nicht rund um die Uhr arbeiten zu wollen, sondern auch andere Dinge zu machen, und auch seitens der arbeitslosen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt rücken oder drängen. Wir werden in den nächsten 2 oder 2,5 Stunden, je nachdem wie munter dieses Podium hier sein wird, darüber sprechen. Die Grundlage dieser Diskussion ist ja ein Aufruf, das wird uns gleich Herr Masserath vorstellen, ein Aufruf, den Gewerkschafter, Wissenschaftler und so weiter verfasst haben, mit der Forderung, die 30 Stunden einzuführen für die 30-Stunden-Woche. Wir werden hier auf dem Podium ganz sicher Widerreden gegen diese Position finden. In einem zweiten Schritt wollen wir dann die genderpolitischen Implikationen dieser Forderung diskutieren, weil wir befinden uns hier ja im Gunda-Werner-Institut als einem feministisch orientierten Institut. Und in einem letzten Schritt geht es uns auch darum zu überlegen, was ist Arbeit, wie müssen wir eigentlich den Arbeitsbegriff oder die Arbeitskultur verändern, damit die Menschen gut arbeiten können. Damit das alles nicht ganz so frontal wird, das haben Sie ja jetzt schon gemerkt, werden wir kleine kulturelle Einlagen machen mit Bernadette Lahengst. Und es wird auch Zeit sein für Ihre Publikumsfragen, die Sie dann an das Podium stellen können. Ich möchte Ihnen jetzt das Podium vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Professor Dr. Mosen Masserath. Er war Professor für Politik und Wirtschaft in Osnabrück. Er hat sich mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt und engagiert sich auch bei ATTAC, habe ich gelesen. Er ist Mitinitiator des Aufrufs, wie ich schon sagte, und er sagt, wir brauchen eine faire Verteilung der Arbeit durch eine kollektive Arbeitszeitverkürzung. Guten Abend. Otto Heinrich von Weitershausen auf meiner Rechten bildet sozusagen den natürlichen Gegenpol. Er ist Volkswirt
und vertritt die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Ob er wirklich ein Gegenpol ist oder ob es vielleicht auch Schnittflächen gibt, werden wir vielleicht heute Abend diskutieren können. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Für eine eigenständige Existenzsicherung macht sich Astrid Rothe-Beinlich stark. Sie ist im Bundesvorstand Bündnis 90 Die Grünen und kandidierte 2009 als grüne Spitzenkandidatin für den Thüringer Landtag. Guten Abend. Dr. Christian Ramthun, wiederum auf meiner Rechten, ist stellvertretender Leiter des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche und er behauptet, der Aufruf für die 30-Stunden-Woche ist eine kaum zu überbietende Dummheit und wir werden ihn sicher noch fragen, was er damit meint. Guten Abend. Keine Dummheit, aber vielleicht etwas zu kurz geschossen, findet Dr. Gisela Notz den Aufruf. Sie ist feministische Historikerin und Sozialwissenschaftlerin und versteht sich außerdem als kritische Gewerkschafterin. Sie sagt, Arbeitszeitverkürzung macht nur Sinn, wenn sie mit einer Umstrukturierung und Neubewertung von Arbeit einhergeht. Guten Abend. Und last not least, Bernadette Lahengst, die ich auch auf dem Podium begrüßen darf. Sie wurde ja schon vorgestellt, beziehungsweise hat sich schon selbst vorgestellt und Sie hatten schon einen Eindruck. Guten Abend. Herr Professor Masarat, viele Kritiker fühlten sich durch Ihren Aufruf an die 80er Jahre erinnert, ich übrigens auch. Ich habe nämlich den Kampf um die 35-Stunden-Woche, das haben wir eben schon gehört, auch mitgekämpft damals noch. Worum geht es und Ihren Mitstreitern und Ihnen in diesem Aufruf? Ich würde gerne erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dieses Thema hier in dieser Runde auch kontrovers zu diskutieren. Wir, das heißt Professor Heinz-Josef Bontrop und ich, haben in einem offenen Brief, der Ihnen wahrscheinlich nicht allen bekannt ist, an die Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Sozial- und Umweltverbände die 30-Stunden-Woche gefordert, weil wir der Meinung sind, dass in Deutschland und Europa die herrschende Massenerwerbslosigkeit die Hauptursache für eine Reihe von inakzeptablen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen ist. Lassen Sie mich im Einzelnen nur auflisten, was wir mit welchen Fehlentwicklungen wir das gemeint haben, diese unsere Forderung als Lösung des Problems. Zunächst einmal haben wir in Deutschland nicht 3 Millionen Arbeitslose, wie behauptet wird, wie in der offiziellen Statistik genannt wird, sondern faktisch 7 Millionen Erwerbslose, weil viele Erwerbslose, zum Beispiel Krankgemeldete, in Weiterbildung stehend, Weiterbildungsmaßnahmen stehende etc. etc. in der Statistik nicht erscheinen und weil auch die unfreiwillig Unterbeschäftigten, zum Beispiel Teilzeitbeschäftigten, die gerne länger arbeiten wollen, auch nicht berücksichtigt sind. Würde man alles berücksichtigen, käme man auf eine Zahl von 7 Millionen voll Beschäftigte. Die Massenarbeitslosigkeit ist, meine Damen und Herren, die Ursache sinkender Löhne, das kann niemand bestreiten, und der Lohnquote, der die Umverteilung von unten nach oben seit 25 Jahren mitverursacht. Allein in den 9 Jahren zwischen 2000 und 2009 sind nach Berechnungen von Verdi etwa 800 Milliarden Euro von der Lohnseite auf die Kapitalseite umverteilt worden. Die Massenerwerbslosigkeit führt zu ruinösen Wettbewerb unter den Beschäftigten,
zwingen sie zu Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich, zu höherer Arbeitsverdichtung und damit zu steigenden psychischen und physischen Belastungen, zu mehr Stress, zu Burnout, zu steigenden Depressionen und Krankheitsfällen. Sie verringert im Endeffekt die gesamtgesellschaftliche Produktivität, wenn man das alles zusammennimmt. Die Massenerwerbslosigkeit verschlechtert die Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch unter den Beschäftigten. Sie verhindert auf allen Ebenen die Gleichstellung der Geschlechter. Die Massenerwerbslosigkeit rief in Deutschland einen Lohnniedrigsektor hervor, in dem inzwischen 8 Millionen Menschen beschäftigt sind. Circa 1,5 Millionen von ihnen können von ihrem Lohn nicht leben und müssen ihren Lohn durch Hartz IV aufstocken. Die Massenerwerbslosigkeit führte für Millionen Menschen zu prekären Arbeitsverhältnissen, zu diskriminierenden Leiharbeit- und Werksarbeitverträgen mit deutlich niedrigeren Löhnen für die gleiche Arbeit. Die Massenerwerbslosigkeit setzt, meine Damen und Herren, Marktgesetze auf den Arbeitsmärkten außer Kraft und schaltet Signale für steigende Nachfrage nach Arbeitskräften aus. Sie ist damit, und das wird Sie alle wahrscheinlich überraschen, die eigentliche Ursache, so paradox es auch erscheinen mag, für die branchenspezifischen Fachkräftemangel. Sie dürfen gleich. Meine Damen und Herren, die Massenerwerbslosigkeit verursacht steigende Gewinnquoten und ständig überschüssiges Kapital, das den Binnenmarkt aufgrund der sinkenden Löhne als Kaufkraft weggenommen und dem Finanzsektor zugeleitet wird. Die Massenerwerbslosigkeit ist das soziale Fundament des aufgeblähten Finanzsektors und der Finanzspekulation und Finanzkrisen. Die Massenerwerbslosigkeit schürt bei den Belegschaften in den Betrieben Angst um den eigenen Arbeitsplatz, schwächt die Gewerkschaften und letztlich auch die Demokratie, weil die Gewerkschaften als Gestaltungskraft an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden oder gedrängt worden sind. Um alle diese Fehlentwicklungen, meine Damen und Herren, zu stoppen und vielleicht einen neuen Prozess, einen Prozess in Gang zu setzen in umgekehrte Richtung, muss unserer Auffassung nach, und das ist genau die zentrale Begründung und Forderung in unserem offenen Brief, die Massenerwerbslosigkeit durch Einführung der 30-Stunden-Woche beseitigt werden. Wir wollten mit diesem offenen Brief zu diesem Zweck auch gesellschaftspolitisch einen Alarm schlagen. Vielen Dank. Herr Ramthun, Sie haben es gehört und Sie haben sich mit Ihrer steilen These aus der Deckung gebracht. Jetzt sind Sie dran, sozusagen eine Gegenrede zu halten. Ach so, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Ich bin, aber ich gesagt, bin sicher, Sie können es. Ich bin erschlagen von den einzelnen Argumenten, nicht unbedingt einem positiven. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf eingehen soll, das Aufdröseln. Ich greife mal einen einzigen Punkt auf, wo Sie sagten, die Marktkräfte am Arbeitsmarkt würden jetzt ausgehebelt. Ich meine, ich bin froh, dass wir keine Marktkräfte dort haben, dass wir also kein freies Spiel von Angebot und Nachfrage haben. Da muss jetzt der BDA-Vertreter einmal weghören und ganz tapfer sein. Ich weiß auch nicht, woher Sie kommen, dass wir Marktkräfte hätten bisher. Denn wir haben einen Korporatismus, wo
Arbeitgeber und Gewerkschaften seit 50 Jahren, seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, im Osten war es dann noch anders geregelt, die Preise fixieren. Das hat mit Marktwirtschaft gar nichts zu tun. Und mit Raubtierkapitalismus kann ich auch nichts anfangen, wenn wir eine Staatsquote von fast 50% gehabt haben. Und ich bin etwas rat- und hilflos bei dieser Melange. Ich versuche es mal vom anderen Ende aufzuzäumen, denn das kam mir jetzt so ein bisschen vor, wie wünscht ihr was? Und ich versuche mal am anderen Ende zu beginnen, wo nämlich jemand ein Produkt kauft. So, was kauft der denn? Der kauft ja nicht unbedingt das Teuerste, sondern nicht von ungefähr ist hier sehr viel Made in China. Wenn wir Glück haben und gucken bei unseren Sachen in Anzug oder ins Oberhemd, dann haben wir vielleicht noch Made in Turkey, Made in Bangladesch, sonst wie was. Und ich glaube nicht, dass wir erstens durch eine Arbeitszeitverkürzung die Produktion wieder hierher holen und der Bürger bereit ist, noch mehr zu zahlen. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich auch nicht, dass wir mit denen noch direkt konkurrieren wollen. Jetzt bin ich beim nächsten Thema. Diese Tonnage-Argumentation, sage ich mal. Wir haben so und so viele Arbeitslose. Ich stimme übrigens mit Ihnen überein. Und ich habe das vor 10 Jahren auch schon geschrieben, dass die verdeckte Arbeitslosigkeit mindestens doppelt so hoch ist wie die tatsächlich in der Statistik angegebene Arbeitslosigkeit. Aber mit Ihrer Tonnage-Berechnung aus dem 19. Jahrhundert, sage ich mal, wo man Tausende und Millionen von Arbeitskräften austauschen konnte und rein raus. Und das war ja auch das Schlimme. Man hat es ja auch gemacht als Arbeitgeber, als es noch nicht die Gegenmacht der Gewerkschaften so richtig gab, als der Markt noch von den marktwirtschaftlichen Kräften gelenkt wurde. So, und heute können Sie nicht einfach sagen, ich teile jetzt die Arbeit hier in der Biotechnologie und tue da noch ein paar Arbeitslose rein. Das ist ja völlig daneben, ehrlich gesagt. Ne? Wir suchen händeringend Arbeitskräfte und finden sie gar nicht mehr. Und die können sie gar nicht so qualifizieren, die Leute. Und dann noch ein Punkt, muss ja ein bisschen jetzt mal zuspitzen, Herr Professor, dass Sie da im 19. Jahrhundert noch verhaftet sind. Es gibt bei jedem Unternehmen den Anspruch auf Teilzeitarbeit. Und man kann es auch machen. Man könnte also sich schon arrangieren. So, und jetzt nochmal bei mir konkret. Vor 4 Jahren bin ich nochmal Vater geworden und habe mir überlegt, ob ich mal Elternzeit mache. Wir haben zu Hause durchgerechnet. Es ging nicht, ne? Denn die Rechnungen müssen ja alle bezahlt werden. Also bin ich auch selber irgendwie an Grenzen gestoßen, aber vielleicht helfen Sie mir heute, diese Grenzen zu erweitern und vielleicht aufzulösen. Also wenn ich das zusammenfassen darf, sind Ihre Argumente Wettbewerbsvorteil, Standortargument und Teilzeitarbeit, wobei ich da, glaube ich, nochmal deutlich machen will, dass die Forderung, eine Forderung ist 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich. Das ist sozusagen das Wesentliche daran. Herr von Weitershausen, Sie haben es gehört. Es gibt es Unternehmen, habe ich gelesen, zum Beispiel Porsche. Porsche hat im Dezember letzten Jahres die Arbeitszeit von 35 auf 34 Stunden verringert. Das heißt im Prinzip auf die heute durchschnittliche Arbeitszeit, also die man heute durchschnittlich, also mit allen Minijobs und so weiter, arbeitet. Und das war allerdings verbunden mit Arbeitszeitflexibilisierung im Hinblick auf die qualifizierten Angestellten, Ingenieure und so weiter, dass die länger arbeiten durften. Warum sind die Arbeitgeber so vehement dagegen, die Arbeitszeit zu verringern? Wir sind, wir sind nicht, an diesem Beispiel zeigt sich, vehement dagegen, die Arbeitszeit zu verringern. Das geschieht auch in Form von Teilzeit, jedweder Differenzierung. Wir sind aber dagegen, gegen kollektive Arbeitszeitverkürzung und vor allen Dingen dann auch noch bei vollem Lohnausgleich. Wer soll das bezahlen? Ich sag mal, der eigentliche Arbeitgeber ist ja nicht der Unternehmer, sondern der Kunde. Und diese Kostensteigerungen reichen sie an den Kunden weiter. Und dann passiert sehr schnell, dass der Kunde in den Käuferstreik tritt. Wir haben
in den 80er Jahren den Einstieg in die 35-Stunden-Woche, der hier so vehement besungen und beklatscht worden ist, erlebt als ein riesiges gesellschaftliches und wirtschaftspolitisches Experiment. Und dieses Experiment ist, wenn wir genau hingucken, gescheitert an den Realitäten. Wir hatten eine steigende Arbeitslosigkeit bis in der Spitze auf 5 Millionen. Und dazu brauchte ich noch gar nicht mal die Statistik zu entgrenzen, wie Herr Professor Masserat, sondern nach der amtlichen Statistik. 5 Millionen. Heute haben wir 3 Millionen Arbeitslose. Ist immer noch ein riesiger Wert. Aber insgesamt sind in den letzten Jahren 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Also, und das ist im Wesentlichen auch ein Prozess, der begleitet wurde mit einer zunehmenden Teilzeitarbeit, wer auch immer sie betrieben haben mag und in Anspruch nimmt. Also wir sehen, dass die Arbeitgeber sich auf die veränderte Nachfrage auch auf dem Arbeitsmarkt einstellen. Sie können aber nicht den ökonomischen Gesetzen ausweichen, dass jedes Produkt rentabel produziert werden muss. Die Erlöse müssen die Kosten übersteigen. Das ist eine ökonomische Grundbedingung. Und alles andere leitet sich daraus ab. Aber Herr von Waltershausen, wenn ich da gerade einhaken darf, wir haben auch historisch gesehen bei allen Arbeitszeitkürzungen in den letzten 100 Jahren ging die immer einher mit enormen Produktivitätssteigerungen, sonst wäre sie nicht bezahlbar gewesen. Wir haben, seit es den Kampf um die 35-Stunden-Woche gibt, seit den 80er Jahren, auch eine riesige Produktivitätssteigerung. Warum kann ein Teil dieser Produktivitätssteigerung nicht weitergegeben werden an die Arbeitnehmer? Das verstehe ich nicht. Der wird ja weitergegeben in steigenden Einkommen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, die Produktivitätssteigerungen, auf die Sie abheben, waren in der Vergangenheit viel größer, als sie heute sind. Wir haben jetzt ein Wachstum in der Größenordnung von 1% oder 2%, wenn es hochkommt, mal 3%. In den 60er Jahren hatten wir 6%. Sie hatten also zu dem Zeitpunkt ganz andere Spielräume. Und die Produktivitätssteigerungen spielten sich ja auch dadurch ab, dass wir landwirtschaftliche Arbeitsplätze in industrielle Arbeitsplätze umwandeln. Heute gehen wir ja in eine andere Richtung. Wir verändern industrielle Arbeitsplätze in Dienstleistungsarbeitsplätze. Und in vielen Dienstleistungsbereichen lassen sich nicht mehr so einfach Produktivitätssteigerungen erreichen. Also insofern reduziert sich das Wachstum, reduzieren sich auch die Spielräume für solche Umwandlungen. Ich lasse es mal zu spät stehen, gehe im Podium weiter. Ich bin überzeugt, dass es da auch noch Entgegnungen darauf gibt. Frau Rothe-Beinlich, die Grünen haben diesen Aufruf nach der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich nicht unterstützt, obwohl sie für die kurze Vollzeit sind. Warum? Ja, das lässt sich gar nicht nur in einem Satz beantworten, sondern das hat schon vielfältige Gründe. Also zum einen möchte ich vielleicht auch nochmal mit einer Zustandsbeschreibung beginnen, wie ich die Welt in Anführungszeichen erlebe. Und von den 80ern kann ich da nicht mit einer westdeutschen Biografie aufwarten, sondern da bin ich einfach anders groß geworden. Ich komme aus der ehemaligen DDR und wir haben ja gerade nach 1989 in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern noch eine ganz andere Situation erlebt, was Massenarbeitslosigkeit etc. anbelangt. Ich komme aus Erfurt. Wir hatten phasenweise in Erfurt über 20% Arbeitslosigkeit in einer Großstadt. Wir hatten auf dem Land Regionen mit fast 40% Arbeitslosigkeit. Und auch da war es leider so, und da komme ich auch schon zu meinem Thema und dann auch zu dem, warum ich das so pauschal nicht unterschreiben oder teilen kann, waren es überwiegend Frauen, die betroffen waren. Weil bei uns in der ehemaligen DDR Frauen überwiegend auch selbstverständlich Vollzeit beschäftigt gewesen sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, inwieweit sich das gerechnet hat, dass sich die DDR und die dortige Vollzeitbeschäftigung nicht gerechnet hat. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber wir kommen jedenfalls jetzt zu der Situation, dass wir sehen, dass der Arbeitsmarkt in der Tat gespalten ist. Und ich nenne es mal eine Spaltung zwischen denen, die quasi drin sind, die mitwirken, die Arbeit haben, und denen, die draußen sind. Und da ist die Zahl in der Tat sehr viel höher, weil die Statistik viele gar nicht erfasst.
Wir haben natürlich zusätzlich noch die Problematik, dass wir Menschen haben, auch überwiegend Frauen, auch da bin ich wieder bei meinem Thema, die prekär beschäftigt sind, die beispielsweise in Minijobs beschäftigt sind. 25% aller Beschäftigten in Deutschland sind nicht Vollzeit beschäftigt, sondern in prekärer Beschäftigung sogar, davon übrigens ein Großteil Frauen. Wir haben sehr viele Aufstockerinnen, wie das immer so schön heißt, die eben Vollzeit arbeiten und trotzdem noch aufstocken müssen mit Regelleistungen. Und auf der anderen Seite zusätzlich auch noch die Debatte, dass es ja nicht nur die sogenannte Erwerbsarbeit gibt, sondern noch die sogenannte Sorge- und Familienarbeit. Und deswegen würde ich mir einen weiteren Blick wünschen, und dieser Blick fehlt mir auch in dem Aufruf, nämlich wie wir Arbeit insgesamt gerecht verteilen. Also sprich sowohl die Erwerbsarbeit, wo wir nach wie vor viel zu wenig Frauen beteiligt haben. Wenn wir nämlich über die 30-Stunden-Woche für alle sprechen, wäre das für viele Frauen eine Aufstockung, weil viele Frauen sehr viel weniger im Moment arbeiten, sich aber wünschen, mehr zu arbeiten, wie wir aus allen Umfragen wissen, während es für sehr viele Männer eine Kürzung bedeuten würde. Nicht diskutiert wird da aber eben noch nicht und auch in dem Aufruf nicht, wie wir denn die unbezahlte oder nicht bezahlte, die Care-Arbeit, die Sorgearbeit, die Arbeit am Gemeinwohl auch gerecht verteilen, weil das gehört ja auch mit dazu. Und da kommen wir zu so einer Schieflage. Ich weiß jetzt nicht, was, ich nehme an, Ihre Frau macht, aber da kommen wir genau zu dieser Lebensrealität, dass der Mann mal eben durchrechnet, nehmen Sie es nicht persönlich, ob sich das lohnt, auch mal ein paar Monate zu Hause zu bleiben und Elternzeit oder ein Wickelvolontariat, so nenne ich es immer, wenn es wirklich nur um diese wenigen Monate geht, zu nehmen, wenn die Frau offenkundig so wenig verdient oder so wenig Lohn bekommt, dass es sich gar nicht lohnt aus ihrer Sicht oder dass sie es sich nicht leisten können, ich formuliere es mal positiver, tatsächlich sich auch an der Sorge- und Familienarbeit gleichberechtigt zu beteiligen. Und da läuft was schief, also dass Frauenarbeit nach wie vor eben viel zu gering bezahlt wird. Und genau diese Aspekte fehlen mir. Also, dass wir sagen müssen, wir müssen wegkommen von den Minijobs, wir müssen wegkommen von prekärer Beschäftigung. Wir müssen dahin kommen, dass jede Frau und jeder Mann von ihrer, seiner Hände tatsächlich auch arbeiten kann. Und da gestehe ich, wünsche ich mir auch 30 Stunden. Das ist ja auch mein feministischer Ansatz gewesen. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, wie sich das bezahlen lässt, woher wir Geld wofür tatsächlich nehmen. Und da habe ich eine andere Priorität. Da möchte ich erstmal den Mindestlohn, da möchte ich die Abschaffung der Minijobs, natürlich auch des Ehegattensplittings und eine eigenständige Existenzsicherung für Frauen und für Männer. Vielen Dank. Gisela, du hast eben heftig genickt, du bist aber Unterzeichnerin des Aufrufs. Mit Magenschmerzen hast du mir im Vorfeld erzählt. Möchtest du direkt dazu was sagen? Ja. Vielleicht auch ein bisschen aus einer Gewerkschaft, du bist ja auch Gewerkschafterin, aus einer gewerkschaftskritischen oder aus einer gewerkschaftspolitischen Perspektive in der Weise, vielleicht mit der Frage, ob die Forderung überhaupt anschlussfähig ist, also ob sie mobilisierbar ist. Erstmal könnte ich ja voll unterstreichen, was meine Vorrednerin gesagt hat, dann wäre ich ja sozusagen schon fertig. Aber ja, ich habe den Aufruf unterschrieben, ich habe mir das gut überlegt, ich habe auch Vorschläge gemacht, dass er eigentlich verändert werden musste. Da war aber schon in alle Welt geschickt. Und ich habe also mit Zuversicht heute gehört, dass die Begriffe, die dort ja vorkommen, wie eben Arbeitszeitverkürzung, Massenarbeitslosigkeit, jetzt schon ein bisschen relativiert worden sind. Es geht also um Erwerbsarbeitszeitverkürzung, wenn ich den Herrn Professor richtig verstanden habe. Und es geht um die Massenerwerbslosigkeit. Es wurde ja schon gesagt, Frauen haben ja schon Arbeitszeitverkürzung, aber ohne Lohnausgleich. Sie haben nämlich die ganzen Teilzeitarbeitsverhältnisse. Da wäre ja auch nichts gegen zu sagen, dass man sich die Arbeit teilt, wenn man so viel verdient wie vermutlich der Vorredner mit dem Elternurlaub. Aber die meisten Teilzeitarbeitende sind halt Frauen und davon können die meisten von ihrer Teilzeitarbeit nicht leben. Eine Friseuse oder eine Verkäuferin verdient schon so wenig, dass sich die meisten Professoren und Politiker gar nicht vorstellen können. Und wenn sie jetzt eine halbe Stelle hätte, also Teilzeit arbeitet, dann kann sie natürlich gar nicht davon leben. Erstaunlich finde ich schon, und das war auch mit
mit der Grund, dass ich den Aufruf unterschrieben habe, trotz aller Mängel, die ja auch schon benannt worden sind, die will ich jetzt nicht wiederholen. Aus feministischer Sicht kann man eigentlich gar nicht wirklich unterschreiben, weil der ganze Arbeitsbereich außerhalb der Erwerbsarbeit fehlt und so geht eben dieser ganze Aufruf, es geht um Erwerbsarbeit, das habe ich auch geschrieben. Mit dem Grund habe ich es dann auch unterschrieben. Es geht um Erwerbsarbeit und die Erwerbsarbeit muss gekürzt werden. Ich bin auch für die 30-Stunden-Woche. Und das heißt natürlich, dass Frauen haben andere Arbeitszeitwünsche als Männer. Das wurde auch schon bemerkt, weil Frauen andere Arbeitszeiten haben. Sie haben eben die Minijobs, die 1-Euro-Jobs vor allem und neuerdings eben auch noch viel prekärere Arbeitsverhältnisse im Bereich der sogenannten freiwilligen Arbeit. Ich denke an den Bundesfreiwilligendienst mit Taschengeld versehen bei einer vollen 40-Stunden- oder 30-Stunden-Woche und wenn man älter ist, kann man die auch kürzen, aber dann wird auch das Taschengeld gekürzt. So. Und da erfindet man immer neue prekäre Arbeitsverhältnisse, genau um sich nicht dem unterziehen zu müssen, dass allgemeine Arbeitszeit verkürzt wird. Sieht man das historisch, war das immer genau der Punkt, was die Arbeiterbewegung gefordert hat, allgemeine Arbeitszeitverkürzung für alle, schon zu Beginn der Jahrhundertwende. Ich denke an die tapferen Frauen, die den 10-Stunden-Tag dann durchgesetzt haben. Und es waren immer die Unternehmer, die diese allgemeine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle eben nicht wollten, weil sie dann auf Flexibilisierung gesetzt haben. Und es scheint doch kostengünstiger zu sein. Deshalb ja auch der Wunsch nach den betrieblichen Vereinbarungen bei der Durchsetzung der 38,5-Stunden-Woche. Damals haben Frauen schon die 30-Stunden-Stunde gewollt, die Gewerkschaftsfrauen. Und damals haben sie schon darauf hingewiesen, durch diese Verlagerung auf die betriebliche Ebene wird es eben dazu kommen, dass die Arbeitszeit flexibilisiert wird und dass es die Frauen sind, die an den Rand gedrückt werden. Und es ist viel schlimmer gekommen als wir, sage ich mal, weil ich war damals auch dabei, uns das damals vorgestellt haben. Ich bedauere sehr, dass die allgemeine Verkürzung der Vollzeiterwerbsarbeit, so heißt es genau müssen, die Verkürzung der Vollzeiterwerbsarbeit, weil die andere muss nicht verkürzt werden, und dass die Gewerkschaften dazu nicht zu begeistert sind. Aber wir haben es ja bei dem Kongress am Wochenende gehört, warum das der Fall ist. Sie haben Angst, ihre Basis macht nicht mit. Die Basis aber schimpft auf die Spitzen und sagt, wir würden ja, und es ist ja höchste Zeit, dass da ein Ausgleich stattfindet, dass da mehr Erwerbslose in die Arbeit kommen, in die bezahlte Arbeit kommen und dass die auch gleichmäßig verteilt wird. Natürlich reicht es nicht, das wurde schon gesagt, nur die Erwerbsarbeit zu verteilen und daran drang der Aufruf natürlich ganz besonders, sondern es geht eben auch um die gratis geleisteten Arbeiten zu Hause in den eigenen vier Wänden und es geht auch um die propagierte, denn daran wird ja deutlich, dass es uns nicht an Arbeit mangelt, sondern an existenzsichernd bezahlter Arbeit, denn die Werbetrommel wird ja gerührt, sich im alten Bereich und im sonstigen sozialen Bereich gratis oder eben für diesen Mini-Lohn zu engagieren. Vielen Dank. Auf diesen genderpolitischen Bereich kommen wir ja noch zu sprechen. Der ist sozusagen jetzt schon eingeführt. Ich habe eine Bitte. Ich finde es gut, wenn Herr Ramthun uns etwas aus seinem Privatleben erzählt sozusagen und ich möchte es nicht so gern haben, dass er dann so hier vorgeführt wird, weil er vielleicht ein bisschen mehr verdient als andere. Das finde ich nicht fair.
Es sind jetzt viele Argumente gefallen, Herr Masarat. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt direkt darauf eingehen wollen, sonst würde ich Ihnen jetzt nochmal die Gelegenheit geben, einige der Argumente aufzunehmen und vielleicht auch zu widerlegen. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung. Gisela hat da schon darauf hingewiesen, es geht um die Arbeitszeitverkürzung bei Vollerwerbstätigen. Aber es ist ja schon die Frage, sich zu überlegen, ob man das Volumen, was es insgesamt an Arbeit gibt, so zu verteilen, dass es gar nicht mehr diese wahnsinnige Splittung zwischen Vollerwerbstätigen und Nicht-Vollerwerbstätigen gibt. Es gibt neuere Untersuchungen, die sagen, dass die Teilzeitkräfte vielfach mehr arbeiten wollen und es gibt andererseits Vollzeiterwerbstätige, die gerne weniger arbeiten würden. Insofern würde das doch eigentlich eine Vorlage sein. Zunächst Herr Masarat. Ja, vielleicht zuallererst ein Missverständnis, das auch bei manchen feministischen Anhängern der 30-Stunden-Woche entstanden ist über unseren Aufruf. Dieser Aufruf hat versucht, vor allen Dingen die Gegner dafür zu sensibilisieren, hat also Argumente vor allem in den Vordergrund gestellt, die die Arbeitgeber, Gewerkschaften, die Parteien überzeugen sollten, dass die 30-Stunden-Woche auf die politische Agenda gehört. Natürlich sind eine Menge von Detailfragen, vor allen Dingen was ist überhaupt Arbeit, Definition der Arbeit, Pflegearbeit, Sorgearbeit, alles, was zu einer Neudefinition von Arbeit gehört, muss sich ergeben in der Debatte, nachdem eine Sensibilisierung in den Medien, auch bei den Gegnern entstanden ist und wir anfangen zu diskutieren über viele Details, dann werden natürlich alle diese Dinge auf den Tisch kommen. Der Aufruf wollte gar nicht so viele Einzelfragen lösen, hat sich deswegen auf bestimmte Dinge beschränkt. Dann hast du sie verloren. Nein, ich glaube, man hätte auch, du hast, glaube ich, den Sinn, trotz deiner Bedenken, den politischen Sinn verstanden, hat gesagt, ich, trotz aller meine Bedenken unterschreibe ich das. Manche haben ihre Bedenken so hoch bewertet, dass sie dann gesagt haben, nee, das mache ich nicht. Aber zurück wieder zu einigen sachlichen Argumenten. Zunächst ist einmal Massenarbeitslosigkeit an sich, ob nun 5 oder 7, für eine Gesellschaft, die reich ist, die hochproduktiv ist, an und für sich ein Sozialskandal ersten Ranges. Wir lassen Millionen Menschen und ihre Qualitäten verrotten. Wir muten denjenigen, die arbeiten, mehr höhere Arbeitsverdichtung, mehr Krankheit, mehr psychischen und physischen Belastungen. Das ist doch eigentlich ein absurdes Verfahren, was die Gesellschaft sich selber antut. Insofern muss es sich völlig unabhängig davon, für wen, für die Arbeitnehmer oder auch für die Unternehmer, rein ethisch die Frage stellen, wie man dieses soziale Problem bewältigen kann. Darf ich das gerade mal weitergeben an die Seite? Natürlich. Arbeitslosigkeit ist ein individuell schweres Schicksal und es ist ein gesellschaftliches Gespür. Da unterscheiden wir uns in der Wertung überhaupt nicht. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um und was können wir damit dagegen tun? Und da müssen wir einfach erkennen, dass unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft komplizierter ist, als das nach ihren holzschnittartigen Skizzen der Fall ist. Sie hatten, glaube ich, vorhin zwei interessante Bemerkungen nebenbei gemacht. Erstens, dass die Frauen weniger arbeiten wollen als die Männer. Das fand ich auch schon mal sehr bemerkenswert. Dann frage ich mich, was soll da eigentlich eine kollektive Arbeitszeitverkürzung, ja, bitte. Machen wir es lebendig.
Frauen haben kürzere Arbeitszeiten jetzt. Es gibt aber etliche Untersuchungen von wissenschaftlicher Seite, auch vom Deutschen Institut der Wirtschaft, glaube ich, dass Frauen länger arbeiten möchten und Männer, die die Vollerwerbsarbeitszeit haben und noch Überstunden, möchten weniger arbeiten. Und insgesamt treffen sie sich auf einem Level von 30 bis 32 Stunden. Ja, das ist der Durchschnitt. Aber die Wirklichkeit ist komplizierter und Durchschnitte sind eben, ich sag mal, kalte Eiswasser und Heißwasser links und rechts. Das ist nichts Unbekanntes im Grunde genommen. Und auch noch mal etwas, Sie hatten gesagt, das geht die Arbeitgeber an, die Einführung der 30-Stunden-Woche. Die Arbeitnehmer bitteschön auch. Und Sie haben auch darauf hingewiesen, dass die Basis in den Gewerkschaften da gar nicht so einfach dafür zu gewinnen ist. Auch die haben Interessen. Also wir haben in den letzten 10 Jahren die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Deutschland um 2,5 Millionen erhöht, bei relativ konstantem Arbeitszeitvolumen. Das heißt, da ist ein individueller Arbeitszeitverkürzungsprozess in Gang gekommen. Der ist auch vor allem individuell, nämlich wunschgesteuert. Ich habe Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter, die Teilzeit arbeiten auf ihren Wunsch. Und zwar auch deswegen, sie konnten auch diesen Wunsch realisieren, weil sie einen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Also diesen Teil der Wirklichkeit sollen wir doch bitte schön nicht ausblenden. Das ist doch etwas, was die Gesellschaft verändert hat. Die Wirtschaft, die Unternehmen haben sich darauf eingestellt. Das ist ja ein ständiger Prozess innerhalb der Unternehmen, dass man sich nicht nur auf die Märkte, sondern auch auf den Arbeitsmarkt, nicht nur auf die Produktmärkte und den Wandel, der dort stattfindet, einstellt. Natürlich merken doch die Personalabteilungen in den Unternehmen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen andere Wünsche haben, dass die sich in dem Zeitablauf verändern. Und da kann auf die Dauer kein Unternehmer darüber hinweggehen. Frau Rothe, Sie wollten unmittelbar antworten? Also zum einen glaube ich, dass das eine tatsächlich der Wunsch ist, den übrigens Frauen und Männer, glaube ich, durchaus gleichermaßen verspüren, gerade wenn es in der Familiengründungsphase zum Beispiel sind, dass sie dann die Arbeitszeit auch gerne reduzieren möchten. Aber, und da sage ich, kommt das große Aber, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit beispielsweise. Und genau das ist eine Krux, dass wir wissen, dass wir genau das brauchen, die Möglichkeit auch in Vollzeit zurückzukehren. Es gibt eben nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ich komme aus Thüringen. Da besuchen 96% aller Kinder im Alter von 4 Jahren eine Kindertagesstätte. Und zwar nicht irgendwie von früh um 9 bis um 12, sondern sie haben den Rechtsanspruch auf mindestens 10 Stunden Betreuung am Tag. Da habe ich zwar die Rahmenbedingungen, in Thüringen fehlen mir aber die Vollzeitarbeitsplätze. Und ich würde Ihnen auch gerne die Antwort auf die Problematik geben nach der Frage, warum wollen denn die Beschäftigten in den Gewerkschaften vielleicht nicht alle sofort Ja sagen zu 30 Stunden, weil sie sich ausrechnen, wie viel oder wie wenig Lohn sie dann bekommen. Und wenn wir, die Situation müssen wir ja auch mitsehen, im Moment schon, und da mache ich nochmal das Beispiel Thüringen, die Situation haben, dass die Menschen kaum ihre Existenz sichern können, im Übrigen gerade Frauen, auch viele, die vollzeiterwerbstätig sind und trotzdem kaum davon leben können, ihre Miete nicht bezahlen können, ihre Nebenkosten etc. nicht bezahlen können, dann ist doch völlig klar, dass sie nicht ohne Wenn und Aber Ja sagen zu 30 Stunden, wenn alle wissen, dass es eben den vollen Lohnausgleich so leider nicht gibt. Wir müssen eine bessere Bezahlung haben. Wir brauchen beispielsweise dringend den Mindestlohn und wir brauchen auch ein Entgeltgleichheitsgesetz. Weil selbstverständlich, und da gebe ich Ihnen völlig recht, gerade wenn wir uns anschauen, die Gesellschaft wird immer älter, wir werden sehr viel mehr Arbeit am Menschen haben. Da würde ich gerne mal wissen, wie Sie die Produktivität da bemessen, weil das ist ja genau immer die Schwierigkeit. Wie gehen wir denn zum Beispiel in der Pflege damit um, dass genau da insbesondere Frauen körperlich und geistig schwerste Arbeit leisten, beispielsweise in der Pflege, und tatsächlich mit einem Hungerlohn nach Hause gehen und aufstocken müssen. Das sind Probleme, die wir real haben und auf die müssen wir, glaube ich, Antwort geben. Und dass es selbstverständlich besser wäre, die Arbeitszeit zu reduzieren, dass die Debatte, dass der Anstoß gut und richtig ist, das bezweifelt, glaube ich, niemand. Aber wir müssen gangbare Lösungen finden.
Ja, mag sein, dass Sie das bezweifeln. Ich denke schon, dass wenn wir, ich sag mal, eine Vollzeiterwerbstätigkeit für alle ermöglichen wollen, dann werden wir umdenken müssen. Aber ich finde die Debatte spannend, ob und wie das Ziel ist oder sein kann. Bevor ich an dich weitergebe, würde ich ganz gern Bernadette Lahengst noch in die Runde mit einbeziehen. Ich weiß nicht, Bernadette, ist das eine Debatte, die für dich als Künstlerin, wo man oder als Freiberuflerin, wo man sowieso immer arbeitet oder genau, das ist natürlich der springende Punkt. Wie siehst du das? Also wenn hier von Arbeitslosigkeit geredet wird als Wort, dann hängt man natürlich immer noch diesem Mythos von Vollbeschäftigung hinterher, der, glaube ich, schon längst vorbei ist. Den kann man gar nicht erreichen. Und dann darf das auch gar nicht mehr Arbeitslosigkeit, sondern Erwerbslosigkeit nennen. Mhm. Das ist nämlich der feine Unterschied. Und also wenn ich jetzt auf 30 Stunden reduzieren würde, ich wüsste gar nicht, wie soll ich das denn machen, weil also meine Woche besteht aus, weiß ich nicht, 80 Stunden oder so. Aber es ist natürlich immer ein Unterschied, ob ich selber meine eigene Chefin bin, ob ich das selbst gewählt habe oder nicht. Und ob ich davon meine Miete bezahlen kann oder nicht. Und da kommen wir jetzt halt zu der Arbeit, die nicht wertgeschätzt wird in dieser Gesellschaft, weil sie nicht aus Lohnarbeit besteht. Also abgesehen von Pflegeberufen und Mutter oder Vater sein, gibt es nun auch ganz viele künstlerische Berufe oder überhaupt kulturelle Berufe. Das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Medienberufe, sonst was. Es gibt ganz viele junge Leute, die sich 10 Jahre mit einem Praktikum nach dem anderen versuchen, so durchs Leben zu schummeln, mit irgendwie Hilfe ihrer Eltern. Das wird auch bald vorbei sein, weil die Elterngeneration auch nicht mehr genug Geld hat, um ihren Kindern das Leben zu finanzieren. Also das ist eher der Punkt. Ich finde 30-Stunden-Woche und Mindestlohnforderungen finde ich alles okay, aber es geht mir nicht weit genug, weil ich glaube, dass dadurch nicht das Grundproblem der Definition, was ist eigentlich Arbeit und was ist etwas wert in unserer Gesellschaft, das wird damit nicht ausgehebelt. Und also ich präferiere da eher das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich genau nämlich diese Bedingungen, die an uns gestellt werden, wann machen wir Arbeit, die etwas wert ist, die wertgeschätzt wird in der Gesellschaft, die dann auch genug bezahlt ist, das möchte ich gerne aushebeln, das möchte ich in Frage stellen. Und ich glaube, dass man das eher mit so einem mit einer Idee wie dem bedingungslosen Grundeinkommen erreichen könnte. Es gab jetzt, glaube ich, mehrere Wortmeldungen. Gisela, dann Herr Ja, Handtun. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Da habe ich mich auch schon öfter dazu geäußert. Ich komme mal zurück auf das Thema allgemeine Arbeitszeitverkürzung und vielleicht noch das Stichwort Gewerkschaften, weil es kam ja jetzt ein bisschen ganz schlecht weg dabei. Es ist natürlich so, dass es gewerkschaftliche Gruppen gibt, zum Beispiel die Werte Jugend, die voll dabei ist und sagt, gerade aufgrund des immer noch vorhandenen Lehrstellenmangels, wir haben immer noch viele, die keine Lehrstelle kriegen, es werden, ich weiß nicht, wie viel Prozent überhaupt nicht übernommen. Und das trifft vor allem dann auch migrantische Menschen, aber auch Banklehrlinge, sie sehen also, dass gerade aus diesem Grund, dass auch in Deutschland das Lehrstellen- und das Jugenderwerbslosigkeitsproblem besteht, wollen sie auch Kampagnen machen zur Arbeitszeitverkürzung. Ohne Kampagnen mit verschiedenen Akteuren aus verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen wird das ganze Unterfangen mit der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung ohnehin nicht. Genauso gab es jetzt an den Gewerkschaftstagen auch viele Beschlüsse, die eingereicht worden sind, die zur allgemeinen Arbeitszeitverkürzung hingehen. Von den DGB-Frauen gibt es Anstöße und auch von den Frauen aus IG Metall und aus Verdi. Also es ist nicht so, dass sich da gar nichts tut. Nur es ist auch ein Vermittlungsproblem. Das habe ich den GewerkschafterInnen auch selbst am Wochenende gesagt. Man muss es am
einfach vermitteln, dass es auch einen Vorteil für die Erwerbslosen jetzt Erwerbslosen hat und dass es auch einen Vorteil für die Minijobberin hat, die jetzt gerne mehr arbeiten würde, weil es sind ja nicht nur Mütter mit Kindern und solche, die Pflegebedürftigen haben. Die meisten, ich habe die Zahlen auch in meinem Papier, die meisten haben diese Pflegeleistungen gar nicht zu leisten und sie haben deshalb diese kleinen Arbeitsverhältnisse, weil sie nichts anderes angeboten bekommen. Das muss man auch sehen. Und das muss man vermitteln, dass es auch für die einen Vorteil hätte. Sonst sind die außen vor und man kann sie nicht für Kampagnen gewinnen. Danke. Ich möchte jetzt noch mal an die rechte Seite geben, aber vielleicht eine Frage damit noch auf den Weg geben, bevor Sie antworten. Mit welchem Recht gehen wir eigentlich davon aus, dass die Sorge- und Erziehungsarbeit, die Sie ja jetzt auch mitleisten oder Ihre Frau leistet, die Pflege, die wir leisten, dass die immer über die staatlichen Transferleistungen oder über andere staatlichen Leistungen finanziert wird? Warum eigentlich ist es nicht möglich, diese Arbeit auch über die Löhne mitzufinanzieren, eben in der Weise, dass die Löhne so, also die Arbeitsverhältnisse als auch die Löhne so sind, dass das dann möglich ist? Ja, da habe ich jetzt verschiedene Anknüpfungspunkte. Und lande dann wieder bei meiner Frau. Sie ist nämlich auch selbstständig wie Sie. Und ich habe allergrößten Respekt, wie sie kämpfen muss um Aufträge. Auch im Pflege- und Betreuungsbereich ist sie tätig. Und sie arbeitet mehr als ich. Sie hat die Ungewissheit. Also was ich mache, ist Pillepalle. Ich kriege am Monatsende meinen Scheck. Ob ich viel geschrieben habe oder nicht viel geschrieben habe, ich habe nicht sie die Ungewissheit. Glücklicher. Ja, so ist das. Ne? Und deshalb haben wir viel zu wenig... Um mich brauchen Sie sich da gar keine Gedanken zu machen, keine Sorgen. Ne? Meine Frau übrigens auch nicht. Ne? Ich bin ja dann als Backup da. Aber dieses Kämpfen um den Auftrag, dieses Mehr. So, und wie soll sie auf eine 30-Stunden-Woche kommen? Wenn sie mehr verdienen möchte, muss sie mehr Aufträge generieren und muss mehr arbeiten. Das ist bei Ihnen genauso. So, und da ist das wohl falsch zu sagen, jetzt gehen wir mal alle runter auf die 30-Stunden-Woche. Sie kann damit nicht. Und außerdem, wenn sie dann runtergehen würde bei höherem Einkommen, müsste sie von den Eltern der zu betreuenden Kinder mehr Geld verlangen. Oder sie müsste sagen, ich nehme keine Aufträge mehr entgegen. Finde ich katastrophal, diese Denke. Und sie grenzen mindestens 10% der Bevölkerung aus mit ihren Aktionen. An die denken sie gar nicht. Nämlich die ganzen Selbstständigen, die unterwegs sind und die wirklich die Leistungsträger in dieser Gesellschaft sind, um das mal festzusagen. Nicht ich und nicht all die anderen Angestellten, die hier rumsitzen. Da habe ich nur halb so viel Respekt wie vor den Selbstständigen, die wirklich kämpfen und unternehmensbereit sind und neue Arbeitsplätze schaffen. Sie schaffen keine neuen Arbeitsplätze, sie wollen die alten verteilen und zerstören dabei noch welche. Katastrophal. Aber die Selbstständigen, die schaffen etwas. Ja? So, und jetzt sagen Sie mir doch mal, was die letzte Frage war. Ich glaube, wir machen hier erstmal einen Break. Wir haben ja noch eine kulturelle Einlage und gehen dann einfach in die nächste Runde ein. Na? Okay. Bernadettler Hengst mit. Thank you.
Ich zeige euch, wie es geht. Vielen Dank, Bernadette Lahengs. Sie gibt das Stichwort, die Arbeitsmoral ist uns ganz egal, aber vor allem das Stichwort, es ist kein Arbeiterlied. Wir haben gehört, es gibt einfach viele Betroffenheiten in dieser Diskussion und wir reden eben nicht nur über diejenigen, die 40 Stunden am Tag arbeiten, sondern wir reden auch die Teilzeit arbeiten. Wir reden über diejenigen, die nicht im Erwerbsleben sind, sondern zu Hause arbeiten, Familienarbeit machen, Pflegearbeit machen und so weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir hier nochmal uns vergegenwärtigen müssen, dass wir auch über den Arbeitsbegriff, die Arbeitskultur und so weiter sprechen. Ich habe aber vorhin Herrn Masserath das Wort aus sozusagen abgebrochen. Ich will ihm die Gelegenheit geben, nochmal zu antworten. Ja, zu zwei Aspekten. Also ich denke, bedingungsloses Grundeigentum-Einkommen und Eigentum und Erwerbsarbeitszeitverkürzung sollten gegeneinander nicht ausgespielt werden. Denn es sind zunächst einmal 40 Millionen und mehr Beschäftigte, die Erwerbsarbeit leisten, die auch sich noch nicht vorstellen können, dass sie ihre Erwerbsarbeit aufgeben. Sie wollen weiterhin dort bleiben. Das ist ihre
Vorstellung von Leben, die sind in einer Tradition, aber das, was ihnen fehlt, ist die notwendige Freizeit, um das, was Künstler und Wissenschaftler durch ihre selbstständige Tätigkeit erleben, positiv erleben, auch durch Selbstverwirklichung positiv erleben, dass ihnen den Massen sozusagen der Beschäftigten und Erwerbstätigen in einem Land die Gelegenheit gegeben wird, immer mehr den Teil für die Selbstverwirklichung, nicht nur für Freizeit, sondern für umfassende Selbstverwirklichung, einschließlich Tätigkeiten, künstlerische Tätigkeiten, Weiterbildungstätigkeiten, durch Sabbatical zum Beispiel. Diese Vorstellung kollektiver Arbeitszeitverkürzung sollte auch bitte nicht als Schema, als ganz rigides Schema aufgefasst werden. Mit der 30-Stunden-Woche ist zum Beispiel gemeint, dass viele wählen können zwischen Verkürzung der Lebensarbeitszeit, Verkürzung der Wochenarbeitszeit, die Möglichkeit, den Urlaub zu verlängern oder ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr auszusetzen und sich weiterzubilden. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung. Diese 30-Stunden-Woche soll die Summe alle diese Optionen und Möglichkeiten, über die wir natürlich diskutieren und Regeln schaffen müssen, zum Ausdruck bringen. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja, aber da muss ich kurz wird, einhaken. Das ist Moment, ja, ja. wird von vielen gewünscht, ein richtiges Ziel, das man durchaus integrieren kann in einen Prozess. Wir haben auch in unserer Broschüre oder in der Zeitung, die draußen ausliegt, sowohl die Arbeitszeitverkürzung als generell für die Masse der Menschen wie auch das bedingungslose Grundeinkommen für all diejenigen, die lieber keine Erwerbsarbeit leisten wollen, aber gesellschaftlich tätig sein wollen, damit ihr Leben gesichert ist. Für diese Möglichkeit natürlich kann man ohne weiteres dies als ein wichtiges Projekt dazu nehmen. Und das ist auch völlig legitim. Nicht auseinanderspielen, wollte ich dafür plädieren. Wollte ich auch nicht. Muss ich ganz kurz einhaken. Aber das Grundeinkommen heißt ja auch nicht, dass dann alle auf einmal erwerbslos sind, sondern sie würden dadurch ja auch genauso die Möglichkeit haben, persönlich zu entscheiden, dass sie ihre Stundenzahl auf 30 Stunden pro Woche reduzieren, am besten bei vollstem Lohnausgleich. Genau. Also das eine schließt das andere nicht aus, finde ich auch. Aber ich finde halt, man muss weiterdenken. Erwerbsarbeitszeit gesprochen. Ich glaube halt, dass es mehr Möglichkeiten gibt für Selbstbestimmung und für ein lebenswertes Leben mit dem Grundeinkommen, weil es weiterführt. Also wobei ich jetzt einfach nochmal auf das Thema zurückführen will heute Abend. Wir sprechen hier über die 30-Stunden-Woche und die Möglichkeit, ob das eine Forderung ist, die mobilisierungsfähig ist, die mehrheitsfähig ist, welche Widerstände, was dagegen spricht und nicht über das Grundeinkommen, weil ich glaube, sonst kriegen wir hier eine Debatte, die wir irgendwie nicht mehr so richtig einholen können. Das wollte ich nur hier nochmal dazu sagen, um sozusagen den Punkt zu kriegen. Ich hatte vorhin gefragt, wir waren eigentlich schon bei der Frage, dass wir nicht nur über Erwerbsarbeit sprechen, sondern dass wir über Arbeit allgemein sprechen. Und zwar also alle Arbeit, die sozusagen auch die Erwerbsarbeit überhaupt möglich macht, indem man die Kinder aufzieht, Erziehungsarbeit und so weiter, Pflegearbeit und so weiter und durchaus auch die Selbstreproduktion des Menschen, die gehört ja auch dazu. Also das, was Herr Masarat eben sagte, das Reich der Notwendigkeit und das Reich der Freiheit, wie es Marx mal gesagt hätte. Und die Frage ist doch, weil auch diese Fragen ja immer mehr drücken, also diese Frage von Erziehungsarbeit, von Pflegearbeit und so weiter, wundere ich mich doch, dass es im Arbeitgeberlager doch so vehemente Widerstände dagegen gibt, sich darüber nachzudenken, wie weit es möglich ist, die Arbeitsverhältnisse auskömmlich zu gestalten. Das heißt, es müsste ja dann tatsächlich einen Lohnausgleich geben und dieses Reich der Freiheit oder diesen anderen Bereich der Arbeit auch mit zu bewältigen.
Da müssten Sie ja doch noch mal eine Antwort drauf haben. Die gibt es ja auch. Wenn Sie das Thema Pflege ansprechen, dann erleben wir ja seit etwa 20 Jahren mit der Einführung auch der Pflegeversicherung, dass wir diesen Bereich professionalisiert haben. Wir haben ihn ja genau gesellschaftlich aus diesem voluntaristischen, aus dem individuellen Bereich der Familie rausgenommen und professionalisiert. Also insofern würde ich mal auch formulieren, auch für diesen Bereich gibt es gar nicht mehr die Notwendigkeit irgendwelcher Arbeitszeitverkürzungen, weil wir, ich sag mal, unsere Alten schieben wir ja weg. Und das kann man sehr bedauern. Ich würde auch sagen, ich halte das nicht unbedingt für einen sehr menschlichen Zug. Es wäre mir lieber, es würde in den Familien nach wie vor geschehen und die Familien würden auch die finanzielle Verantwortung dafür tragen, wie das vor dem auch der Fall war. Dann würden wir auch über ganz andere Verhältnisse reden. Also da aber es gibt gesellschaftliche Entscheidungen, die sind gefällt worden, mit Mehrheit gefällt worden im Deutschen Bundestag und da müssen wir uns dran an. Also ich will dazu nur dazu sagen, unsere Gesundheitsminister pflegen zu sagen, die Pflegeversicherung ist eine Teil-Kasko-Versicherung. Aber ich glaube, ich gebe das mal weiter. Mit einer extrem hohen Selbstbeteiligung, insbesondere von Frauen. Also mal ganz, ganz im Ernst, von welcher Lebensrealität haben Sie denn eben gesprochen? Das ist so ein romantisches Bild. Früher war alles gut, da ist die Pflege in der Familie passiert. Was heißt denn das? Jetzt gucken wir mal ganz genau hin. Wer hat da wen wie gepflegt? Die Frau. Die Frau hat natürlich gepflegt, erst hat sie die Kinder erzogen, dann hat sie gepflegt. Und wie war das möglich? Weil sie selbstverständlich nicht erwerbstätig war, sondern Hausfrau und Mutter. Und wie ist die Frau abgesichert? Nehmen wir mal an, diese wunderbare Familie geht aus irgendwelchen Gründen beispielsweise auseinander. Dann haben wir heute ein Unterhaltsrecht, was ganz klar der Frau sagt, was ja vom Grundsatz her sicherlich auch richtig ist. Du musst dich jetzt um dich selber kümmern. Und die Frau steht da, sie hat keine Rentenansprüche erworben, sie hat kaum in die Sozialversicherung eingezahlt. Und all das, weil wir in Deutschland ein System haben, was im 21. Jahrhundert immer noch von einem Alleinernährermodell ausgeht, was völlig an der Lebensrealität vorbeigeht. Und deshalb, also ich möchte mir jetzt auch nicht vorwerfen lassen, ich würde sozusagen die Solidarität in den Familien schwächen wollen oder wie auch immer, sondern ich möchte, dass es tatsächlich echte Möglichkeiten gibt, sich zu entscheiden, zum Beispiel für die Pflege. Dann braucht es aber auch die entsprechende Zeit dafür und natürlich auch die Möglichkeit, dann auch professionelle Strukturen in Anspruch zu nehmen. Also wo es diese flächendeckenden Pflegestrukturen gibt, in die wir angeblich alle älteren Menschen abschieben, das würde ich schon gern mal wissen. So sieht die Lebensrealität nämlich nicht aus und so sieht sie auch zum Glück nicht aus. Aber wir haben im Moment nicht die Möglichkeit, dass eben tatsächlich so lange, wie man die Zeit braucht, um zum Beispiel die Pflege zu organisieren oder sich selbst umzustellen, tatsächlich auch existenzsicher und gerade auch für Frauen zu gestalten. Und genauso haben wir das im Übrigen auch bei den Kindertagesstättenplätzen, die es eben auch nicht in ausreichendem Maße gibt. Denn ich sag mal, die Voraussetzung für Teilhabe am Arbeitsmarkt, für eigenständige Existenzsicherung ist immer, dass wir auch entsprechende Rahmenbedingungen vorfinden. Beispielsweise in Form von Kita-Plätzen. Ich meine ab dem ersten Lebensjahr als Angebot und der tatsächlich freien Entscheidung für Eltern, wie sie ihre Kinder erziehen wollen oder sich eine Unterstützungsleistung dazu herannehmen. Und wenn wir uns dann überlegen, dass es eben diese Rahmenbedingungen ganz oft nicht gibt, dass es insbesondere auch die Vorbilder so nicht gibt. Also es gibt ja wirklich nur ganz wenige Männer beispielsweise, die sich tatsächlich die Zeit nehmen für die Pflege, für die Erziehung von Kindern. Wenn wir keine andere Unternehmenskultur auch finden, ja, wenn nach wie vor danach geschaut wird, wenn sich Frauen bewerben, wie alt sind sie? Die kommt wahrscheinlich demnächst ins kritische Alter, könnte Kinder bekommen. Schon hat sie kaum eine Chance eingestellt zu werden in einer bestimmten Position, geschweige denn aufzusteigen, weil wir immer noch diesen Dauerverfügbarkeitsmythos, sage ich mal, im Kopf pflegen von den Menschen gerade in höheren Führungsetagen, die immer da sein müssen, die allzeit verfügbar sind. Da brauchen wir in der Tat eine völlig andere Unternehmenskultur. Und da, ich sage mal, darauf zu verweisen, dass es früher in den Familien alles besser war, das
das ist mir ein bisschen zu schlicht und zu sehr an der Lebensrealität vorbei und vor allen Dingen nicht auch auf Augenhöhe. Denn die Augenhöhe fehlt, wenn es einen Alleinernährer gibt, über den die Frau abgeleitet gedacht wird und nicht sich zwei Individuen frei auf Augenhöhe begegnen können und sich frei entscheiden, ob und wie sie für ein Miteinander Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung teilen. Und dazu brauche ich den Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit beispielsweise. Dafür brauche ich eine vernünftige Entlohnung und dafür brauche ich Zeit. Zeit, die die Männer und die Väter haben. Ich wollte jetzt da nicht reingrätschen, aber wir haben das seit Anfang des Jahres, Rückkehrrecht in die Vollzeittätigkeit. Also da sind Sie am richtigen Stand und das hat, glaube ich, welche Regierung hat das gemacht? Welche ist denn jetzt dran? Ja. Also ich will nur sagen, nicht zu jeder Zeit, das stimmt doch überhaupt nicht. Nein, das ist nicht wahr. Geben Sie mir Ihr Kärtchen, ich schicke Ihnen den Link. Ja, Sie können mir viele Links schicken. Ich kann Ihnen auch viele Links schicken, die genau das Gegenteil belegen. Aber Herr Rantun, das setzt voraus, dass die betreffende Frau auch eine Vollzeittätigkeit hatte vorher. Ja, gut, hier geht es ja darum, den vorherigen Zustand herzustellen, damit sie nicht, wenn sie in Teilzeit geht, nicht mehr zurückgehen kann. Es geht um Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt. Ja, und zwar unabhängig davon, ob die Frau vorher Teilzeit gearbeitet hat und sich dann entscheidet, Vollzeit zu arbeiten. Ja. Gerade wenn sie beispielsweise Kinder bekommen hat, wird sie danach darauf angewiesen sein, Vollzeit zu arbeiten, wenn sie ihre Familie auch eigenständig existenzsichern und ernähren möchte. Ja, ich hoffe, sie kann wählen. Gisela und dann von Waltershaus. Zwei Sätze zur Glorifizierung der Hausversorgung sagen, 70% wären nach den neuen Angaben der Bundesregierung 69%, aber die letzte Zahl ist 70, zu Hause gepflegt. Von den Töchtern, Schwiegertöchtern und hauptsächlich von Frauen, das bestreitet auch niemand. Die restlichen von professioneller Pflege, teils werden die zu Hause auch unterstützt durch professionelle Pflege. Aber es gibt auch gute Gründe, sich für mehr Professionalisierung der Pflege stark zu machen. Je länger die Frau, sage ich, aus der Erwerbsarbeit ausscheidet, desto schwerer ist es, dort wieder Fuß zu fassen. Von Karriere wollen wir ja mal überhaupt gar nicht reden, obwohl davon immer die Rede ist. Die professionelle Pflege ist ja überhaupt nicht anerkannt, nicht mal richtig als Arbeit, wenn man es so nimmt. Die wird schlecht bezahlt, hat schlechte Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft Verdi beginnt jetzt, sich darum zu kümmern. Und das ist viele 1-Euro-Jobs da, die werden sogar gern genommen, weil viele auch diesen Beruf gerne machen, der Pflege. Es ist ein Ausbildungsberuf und es gibt überhaupt keinen Grund dazu, warum Alte pflegen und Kinder versorgen schlechter bezahlt wird, als am Computer zu programmieren oder Maschinen zu bedienen. Ich sehe ein Nicken. Das ist in der Tat ein weites Feld, kann man trefflich drüber streiten. Da will ich aber jetzt gar nicht drauf, sondern ich will nur noch mal aufgreifen, was Sie angesprochen haben. Sie haben ja sozusagen meinen Gedanken von der Pflege auf die Kinderpflege und Kinderaufzug verlängert. Ja. Das gehört ja auch mit zu dem Pflegebereich. Ja, natürlich. Und auch da haben Sie eigentlich nur diesen Gedanken weitergetrieben, den ich angesprochen habe, dass wir nämlich eine Arbeitsteilung, sprich Professionalisierung haben. Wenn Sie den Kita-Platz machen... Eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Was auch immer. Die Arbeitgeberverbände haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass wir entsprechende Kita-Plätze einrichten. Haben wir auch sehr klar politisch Positionen bezogen. Auch in puncto Betreuungsgeld ist die Position auch klar. Und ganz nah bei Ihnen, wir haben das nicht befürwortet. Aber ich komme nochmal zurück. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Vertiefung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Und dabei bleibe ich. Und das ist eine Professionalisierung. Und das war ja eine Ihrer Fragen, wie finanzieren wir diese Professionalisierung, wie finanzieren wir die professionelle Altenpflege und die Plätze, wie finanzieren wir die Kinderbetreuung und das machen wir in der Regel über die Steuern. Ja.
Und dann haben wir das in der öffentlichen Hand. Und ich will nur sagen, die Steuern und die Abgaben, um diese Gelder zu generieren, muss der Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz durch Wertschöpfung verdienen. Auch das ist klar und da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich glaube, wir lassen das hier jetzt mal, ich sehe es ein bisschen anders, ich glaube, wir lassen das jetzt hier mal stehen. Sie waren jetzt sehr geduldig, haben sich viel angehört. Ich glaube, wir öffnen die Diskussion jetzt mal ins Publikum. Vielleicht wollen Sie sich beteiligen mit Fragen oder Statements, die wir dann hier nochmal aufnehmen können. Ja? Es gibt Zahlmikrofon. Da hinten ist eine Meldung. Und ich glaube, hier ist eine Meldung und da hinten war auch noch eine. Hallo, guten Abend, Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn wir die Diskussion jetzt nochmal konkretisieren könnten. Und zwar, Sie haben sich vielleicht, also wir reden über jetzt allgemeine Arbeitszeitverkürzung und wie das umverteilt werden kann. Und da, Herr Professor, habe ich eine Frage an Sie, ob Sie da vielleicht Ideen haben, wie diese Umverteilung aussehen könnte. Also beispielsweise, Ihre Idee ist ja, dass man von der Massenarbeitslosigkeit dann, dass man dieses Problem löst. Sprich, was heute an Arbeitslosengeld gezahlt werden würde, stünde ja frei, könnte beispielsweise dann verwendet werden. Eine andere Möglichkeit wäre eine steuerliche Umverteilung. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Können Sie das konkretisieren? Sie meinen für den vollen Lohnausgleich. Ja, es gibt in der Tat Reserven, die durch die Wertschöpfung vorhanden sind in dem ökonomischen Kreislauf. Zum einen das, was jetzt für die Kosten, als Kosten der Arbeitslosigkeit ausgegeben wird, etwa 60 bis 70 Milliarden im Jahr, dieses stünde dann praktisch zur Verfügung zur Finanzierung des Lohnausgleichs, des vollen Lohnausgleichs. Dies könnte durch Steuerentlastung stattfinden, durch Förderung zum Beispiel der Mittelstandbetriebe, die besondere Schwierigkeiten haben werden, die Kosten zu verkraften. Gerade die große, breite Mittelstandsschicht müsste stark gefordert werden, um den vollen Lohnausgleich für die Mitarbeiter zu ermöglichen. Dann gibt es eine Menge überschüssiges Kapital, was die Vermögenden und Unternehmen in den letzten 20 Jahren nachweislich nicht mehr in die Realwirtschaft umleiten konnten, in der Realwirtschaft investieren konnten, weil der Masse der Menschen, die Lohn- und Gehaltsempfänger, weil ihnen gerade diese Kaufkraft durch Lohnsenkung genommen worden ist. Gerade weil die Nachfrage, die Binnennachfrage auch gesunken ist, könnten die Unternehmer gar nicht ihr überschüssiges Kapital durch die Erhöhung der Gewinne. Die Gewinnquote ist in den letzten 20 Jahren um 7 Punkte gestiegen. Das macht über die 20 Jahre hinaus etwa 2 Billionen, also 2000 Milliarden Euro, was als zusätzlichen Gewinn in die Hände der Unternehmer gekommen ist. Die Geschichte mit Konkurrenz und Wettbewerbsnachteile gegenüber China ist eine Legende. Man hat nie das Problem des Wettbewerbs in Deutschland gehabt, jedenfalls nicht mit Lohnniedrigstländern, die sehr niedrige Produktivität haben. Deutschland hat sehr hohe Produktivität. Die Lohnstückkosten waren immer in der Mitte und durchaus konkurrenzfähig. Die Waren, die hier produziert worden sind, auch die Waren, die nachgefragt wurden weltweit. Also das ist wirklich eine Legende. Die Unternehmer haben genug Geld verdient in den letzten 20 Jahren,
weshalb diese Gelder in falsche Kanäle, nämlich Finanzsektor, gelangt sind, indem dann die Finanzspekulation einen Boden, einen fruchtbaren Boden gefunden hat, mit der wiederum die Staaten in die Verschuldung getrieben worden sind, nicht nur in Südeuropa, das sehen wir sehr, sehr klar, auch unsere Staaten, die Verschuldung unserer Staaten, die Staatsverschuldung geht zum großen Teil darauf, dass in den letzten 20 Jahren die Belastung, Zinsbelastung über die Verschuldung der Regierung, Zinsbelastungen gestiegen sind. Das hätte sich der Staat durchaus sparen können. Aber ich komme noch mal zurück. 2000 Milliarden verfügbare Masse in den letzten 20 Jahren. Das wird in Zukunft auch so sein. Deswegen gibt es genug Masse, um aus den Gewinnen wieder auf die Löhne umzuverteilen und den vollen Lohnausgleich zu finanzieren. Wollen Sie direkt was dazu sagen? Ja, dazu möchte ich ja etwas sagen. Ich habe lange Zeit auch in der volkswirtschaftlichen Abteilung der BDA gearbeitet und kenne eigentlich die Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die das Statistische Bundesamt vierteljährlich publiziert, sehr genau. Ich habe von den Zahlen, die Herr Professor genannt hat, dort keine einzige gefunden. Die nur, muss man selber rechnen. Nur, ja. Nur, das können wir hier, glaube ich, jetzt nicht machen. Das will ich jetzt gerade machen. Die 60 Milliarden, die Sie als Einsparung aus der Arbeitslosenversicherung genannt hatten und als Volumen zur Umverteilung nehmen. Wie hoch ist denn die gesamtwirtschaftliche Lohn- und Gehaltssumme? 600, sowas im Kopf. Das sind 10%. Okay. Nehmen wir das mal an, 10%, sie liegt sogar noch höher, 10% nach Ihrer Rechnung. So, und wie viel Prozent ist die Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 3? 25%. Okay, danke. Also Entschuldigung, ich habe ja nicht gesagt, dass man kann mit den 60 Milliarden den vollen Lohnausgleich... ich glaube, wir sollten hier jetzt keine Nein, aber... Das ist offensichtlich ein großes Missverständnis. Ich habe gesagt, die Unternehmer haben genug Gewinne, um normalen Profit zu erreichen, zu erwirtschaften und darüber hinaus auch gleichzeitig den Lohnausgleich, den vollen Lohnausgleich machen zu können. Das sind zwei Faktoren. Wir haben hier jetzt relativ viele Publikumsfragen, deswegen würde ich jetzt gerne diese Diskussion abbrechen. Ich glaube, Sie waren jetzt dran. Ja, ich habe zwei Fragen. Ich möchte gerne wissen, wie sich's mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem Staat geht. Denn es gibt ja leider Gottes ehrenamtliche Menschen, die gerne noch tätig sein wollen, aber nicht ein Minimum verdienen. Soll man nicht die ehrenamtliche Tätigkeit auch in kleinstem Maße entlohnen? Denn würde es doch mehr ehrenamtliche Menschen geben in unserem Staat. Und die ehrenamtlichen Menschen in unserem Staat, sei es in der Kirche, auch in Krankenhäusern etc., die schwindet schon rapide. Man soll bitte daran denken, diese zu entlohnen. Und zweitens habe ich noch eine Frage zu den Rentnern. Es gibt ja leider Gottes auch sehr viele Rentner und Rentnerinnen in unserem Staate, die eine ganz kleine Rente bekommen und damit gar nicht auskommen. Die wollen nebenbei auch noch was verdienen. Wie denkt man darüber in unserem Staat? Vielen Dank. Ich würde jetzt vorschlagen, wir sammeln einige Fragen und machen dann hier das nochmal. Da hinten war eine Meldung und hier vorne auch, genau, da hinten auch. Hallo, gut. Ja, ich wollte sagen, ich bin ja heute von der Bahnhof-Friedrichstraße gekommen und da sind ja alleine 10 Bettler oder Leute, die da also im Rollstuhl sitzen. Also das war vor 20 Jahren nicht so. Wir haben also auch 1 Million Armutsrentner.
Also die Leute kommen zum Teil bei Wohnungsbränden ums Leben. Also die Lage ist äußerst zugespitzt. Ich verstehe nicht, wie man dann hier so sitzen kann und so tun kann, als ob alles in Ordnung ist. Also der Masserat hat einen Vorschlag gemacht und ich verstehe den als strategischen Vorschlag, eben im Kern die Erwerbsarbeit, also erstmal bei der industriellen Produktion, auf diese 30-Stunden-Woche zu begrenzen. Deswegen ist diese Diskussion über die Pflege, was ein sehr schwieriges Problem ist, und über die andere Arbeit, die ist deswegen nicht unwichtig, aber die trifft überhaupt nicht den Kern der Sache. Also es geht darum, wenn die Leute nur noch 30 Stunden arbeiten müssen, dann wird eine entsprechende Freiheit in den anderen Bereichen auch geschaffen. Das ist die Idee. Und nicht umgedreht. Dann verschlechtert sich nicht die Lage, sondern die verbessert sich. Ja, das war jetzt im Wesentlichen eigentlich, was ich sagen wollte. Ja, ich wollte auch noch ein paar kurze Anmerkungen machen. Also erstens mal habe ich mit Erstaunen gehört, dass man nur das, was erarbeitet wird, als Steuern dann irgendwie später auch wieder ausgeben kann im Sozialbereich. Das war ein Argument, das mir nicht ganz sich erschließt, weil es gibt auch leistungsloses Einkommen. Und das wird in Deutschland ausgesprochen wenig besteuert. Zweitens wurde vorhin gesagt, ja, wir haben ja auf das Thema Produktivitätssteigerung wurde gesagt, ja, Produktivitätssteigerung haben wir, aber die Wachstumsraten sind nicht so super. Also die beiden Daten kann man gar nicht miteinander vermischen. Das Beispiel China hat ein hohes Wachstum und eine geringe Produktivität des einzelnen Arbeitsplatzes, passt also nicht. Vierte Bemerkung, Minijobs, naja, ich bin hier im Hause der Heinrich-Böll-Stiftung, insofern halte ich mich da mal zurück, aber wer diese Minijobs und diesen Niedriglohnsektor mitgeschaffen hat, das werden wir uns sicher am 22.09. alle auch mal fragen. Und abgesehen davon, auch bei der Gewerkschaft, da fließen auch die Krokodilstränen, aber vielleicht ist auch bekannt, dass auch die Gewerkschafter ihre Dienstleistungen zum Teil outsourcen und dann mit Billigkräften wieder reinholen. Dankeschön. Ja, ich würde ganz gerne den Blick nochmal auf die geschlechterpolitische Debatte lenken. Also aus gleichstellungspolitischer Sicht finde ich ja den Vorschlag einer 30-Stunden-Woche ziemlich spannend. Ich finde auch den, so, da ist ja viel noch nicht ausgegoren, ganz viel, was noch ausdiskutiert werden muss. Und ich finde, diese Debatte lohnt sich auf jeden Fall, ganz klar. Was mich aber stört, und das stört mich jetzt ehrlich gesagt bei fast allen Teilnehmern hier auf dem Podium, dass so getan wird, als wenn wir den Menschen mehr Zeit geben, dann erledigt sich auch die Umverteilung der unbezahlten und bezahlten Arbeit oder der Hausarbeit einfach gerade mal so zwischen den Geschlechtern. Es ist nirgendwo nachgewiesen, dass das einfach so passiert oder übernehmen jetzt mehr Männer Hausarbeit nur, weil sie arbeitslos sind oder weil sie weniger arbeiten. Also das sehe ich in keiner Statistik irgendwo sich wieder niederschlagen. Übrigens auch nicht bei Diskussionen ums bedingungslose Grundeinkommen. Kommen wir denn dann dazu, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen für Männer und für die Frauen der Hausfrauenlohn ist? Also das ist ja nicht ausdiskutiert. In der Schweiz gibt es ja gerade diese Diskussion sehr, sehr stark. Und eine Ina Pretorius hat sich ja da auch jetzt nochmal zu Wort gemeldet als Initiatorin, die sagt, sie sammelt da nicht mehr für Unterschriften, weil sich eben da auch verweigert wird dieser Frage, was heißt es eigentlich geschlechterpolitisch? Also da springen wir alle zu kurz und die Wirtschaft und die Unternehmen, muss ich einfach sagen, die tun seit Jahren überhaupt gar nichts dafür, dass sich da mal was bewegt. Weder in den Unternehmenskulturen ändert sich was, sie weigern sich gegen Quoten, es passiert in der Kinderbetreuung fast gar nichts. Also wir sind da still. Also ich meine, alle
verharren hier irgendwie und versuchen irgendwie einen Status quo aufrecht zu erhalten, und selbst bei der Diskussion, das mal aufzubrechen, wird dieser geschlechterpolitische Ansatz einfach gar nicht mehr mitbedacht. Man sagt ja, klar, 30 Stunden, dann haben ja alle genug Zeit. Ich glaube nur, es ist kein Automatismus, weil so funktioniert es einfach nicht. Ich würde hier jetzt ganz gern einen Punkt machen und dann nachher noch mal eine Runde machen im Noch eine? Okay, gut, noch eine. Ja, ist es an? Okay. Ich würde gerne noch mal an einen Punkt ansetzen. Ah, jetzt möchte gerne noch an einen Punkt ansetzen, den Astrid Rothe-Beinlich genannt hat, den ich ganz wichtig finde, und das ist das Umdenken in den Unternehmen. Ich glaube, der Wert dieser Debatte 30 Stunden Erwerbsarbeit liegt vor allem darin, dass wir wegkommen müssen von dieser totalen Fixierung auf die 40 Stunden als einzige wirklich voll anerkannte Arbeitsform. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass die Arbeitgeber sich beispielsweise für mehr Kita-Plätze aussprechen, und das sind ganz wichtige und richtige Vorhaben, das unterstreiche ich auf jeden Fall, aber machen wir uns mal nichts vor, sie bekommen noch nicht Kinder, um die danach so schnell wie möglich zu verklappen und möglichst 10 Stunden am Tag irgendwo wegzuschließen. Die goldene Ressource für Eltern, für junge Menschen heißt einfach Zeit. Wir brauchen Zeit, die wir in soziale Beziehungen investieren können, die wir auch in politisches Engagement investieren können. Und wenn Sie also überlegen, klar, Teilzeit ist möglich, Sie haben das auch richtig gesagt, da gibt es mittlerweile rechtliche Rahmenbedingungen, aber was ist das Risiko davon, in Teilzeit zu gehen? Es ist nicht nur das Risiko, dass Sie eingehen, dass Sie dann weniger Geld bekommen, wenn Sie von 40 auf 30 Stunden reduzieren. Unternehmen haben auch gerne die Praxis, dass wichtige Meetings mal eben auf 17 Uhr angesetzt werden, dass karriereförderliche Treffen spät am Abend stattfinden. Das sind Zeiten, in denen Sie nach 16 Uhr üblicherweise Ihre Kinder irgendwo abholen, in denen Sie auch im Übrigen nicht nur Ihre Kinder aus der Kita abholen, sondern Sie im späteren Alter vielleicht noch zum Klavierunterricht bringen und so weiter und so weiter. Das sind in der Regel 15 bis 20 Jahre, die Sie damit verbringen, sich um andere Dinge kümmern zu müssen, und leider 15 bis 20 Jahre, in denen Sie nicht um 17 Uhr am karriereförderlichen Meeting teilnehmen können. Das wirtschaftliche, hohe wirtschaftliche Produktivität und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld sehr gut zusammengeht, sehen wir seit vielen Jahren in skandinavischen Ländern. Gehen Sie mal in eine Firma in Norwegen, Sie werden dort um 17 Uhr niemanden mehr antreffen. Und wenn Sie doch jemanden antreffen, können Sie sicher sein, dass er schräg angeguckt wird und gefragt wird, ob eigentlich zu Hause alles okay ist. Das ist ein Denken, das ich mir in Deutschland wünsche. Das ist ein Wirtschaften, das ich mir wünsche. Und ich glaube, wir kommen da nur hin, indem wir weiter über 30 Stunden als den eigentlichen Regelfall diskutieren. Danke. Vielen Dank. Es waren jetzt sehr viele unterschiedliche Fragen, aber diese zwei Aspekte am Schluss würde ich gern noch mal in die Runde auch mit eingeben. Zeit und Zeit ist für Männer und Frauen unterschiedlich, und wir brauchen eine neue Unternehmenskultur. Wer möchte anfangen? Dann fange ich an, weil der letzte Beitrag, der hat mir aus dem Herzen gesprochen, und auch bei uns in der Firma ärgere ich mich jedes Mal, wenn jemand nochmal sagt, so ja, um 18 Uhr können wir nochmal uns zusammensetzen, dann sage ich, das geht nicht, und da ich Betriebsrat bin, unterbinde ich das dann auch. Also nach 17 Uhr darf gar nichts mehr passieren, und ich muss ja auch mich arrangieren mit meiner Frau und versuche auch schon mal Kinder abzuholen oder sonst wie was zu machen. Ich fange dafür etwas früher an als die Kollegen, die ja üblicherweise erst nach 9 Uhr dann eintrudeln, wenn sie keine Kinder zu versorgen haben. Und mir hat dieser Beitrag auch aus dem Grunde aus dem Herzen gesprochen, weil hier nicht Geld verlangt wird, nicht Geld von den anderen. Alle anderen Beiträge sind doch darauf ausgerichtet, in den Taschen der anderen rumzufummeln und von anderen Geld zu verlangen. Und das ärgert mich hier an diesem ganzen, das ist der Subson. Alles geht immer darum, andere müssen zahlen und nicht, wie kann ich etwas verändern, ohne etwas zu zahlen, wie kann ich etwas beisteuern. Vielleicht kann ich sogar selbst etwas einbringen. Und ich habe 12 Jahre lang habe ich auch Corporate Social Responsibility versucht, in Deutschland zu propagieren. Und dann komme ich auf das Thema Ehrenamt bei Ihnen. Also Ehrenamt definiert sich ja dadurch, dass es unentgeltlich erfolgt. Sie meinten wahrscheinlich gemeinnützige Tätigkeit, dass man die entlohnt. Da bin ich auch sehr dafür. Nur müssen wir jemanden finden, der es dann auch wieder bezahlt. Dann sind wir wieder bei den Taschen der anderen. Ne? Aber da findet man vielleicht eine Lösung. Es gibt ja auch auf Neudeutsch Win-Win-Situationen, wo die Unternehmen auch einen Betriebskindergarten gründen. Und zu sagen, es hat sich die letzten 10 Jahre gar nichts getan,
deckt sich nicht mit meiner Lebenswirklichkeit. Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Vielleicht wollen wir es nicht immer so wahrnehmen. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich hier und heute in Deutschland leben kann. Es ist wahnsinnig viel geschehen und ich schätze mich einfach glücklich, dass ich heute hier sein kann. Und man muss allerdings immer weitergehen. Aber ich wehre mich dagegen, immer nur zu sagen, die anderen müssen was tun und die müssen bezahlen und das müssen sie auch noch machen. Finde ich die falsche Einstellung. Entschuldigung. Ja, ich möchte gleich Gisela Notz und dann auf die Lobrede erwidern. Teilzeit arbeiten kann ich nur, wenn ich damit die eigene Existenz sichern kann. Das heißt, wenn ich einen Job habe, der so viel abwirft. Umsonst ein Kind betreuen kann ich nur, wenn ich entweder von einer anderen Person was kriege. Das Modell wird brüchig, wie wir alle wissen. Oder wenn es Lohn für Hausarbeit gibt. Das hat auch seine Nachteile, das Modell. Haben wir auch schon viel darüber geredet. Also das nur zu dieser Lobrede und von wegen, also wenn ich jetzt ein Kind habe, will ich das doch nicht einfach weggeben. Es wurde Skandinavien angesprochen. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass nach einem Jahr die Kitas vorhanden sind. Und es war ein junger Vater, der mir in einer Untersuchung, einer empirischen, die ich selbst zu dem Thema gemacht habe, gesagt hat, aber du kannst das doch nicht quantitativ messen. Du musst es doch qualitativ messen und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Mütter am wenigsten sich mit ihren Kindern beschäftigen, die den ganzen Tag zu Hause sind und keine anderen Tätigkeiten haben, nicht nur für Deutschland, aber auch dafür. Zum Ehrenamt, das ist ja mein Thema, es gibt sie ja, die bezahlte ehrenamtliche Arbeit seit 2 Jahren ungefähr. Und wurde vom Bundesministerium für Familie eingeführt, der sogenannte Bundesfreiwilligendienst, ich habe das schon erwähnt, der eben aufgrund dessen, dass nicht nur durch den Abbau des Zivildienstes, sondern auch schon vorher zu wenig Freiwillige zur Verfügung stehen, freiwillig arbeitet jede und jeder dritte Mensch in Deutschland, das ist bestimmt nicht wenig und viele arbeiten lange Zeit freiwillig, aber man muss sich natürlich auch fragen, ich denke, die beste freiwillige Arbeit kann geleistet werden von denjenigen, da auch das geht aus Untersuchungen hervor, die ihre Arbeit, also die ihr Leben aus einer existenzsichernden Arbeit, die sie auch gerne machen. Wir haben ja nicht von Arbeitsinhalten bis jetzt geredet. Es geht ja um sinnvolle Arbeit, wo ich auch gerne hingehe. Und wenn auch die Pflege- oder Betreuungsbedürftigen durch professionelle Arbeit so versorgt sind, dass die Arbeit zusätzlich sein kann. Für Rentner würde dann gelten, dass sie genügend Rente haben, um das alles zu machen. Da hapert es schwer und da kriegen wir noch ein größeres Problem, wenn die Minijobberinnen etc. Alle in Rente gehen müssen. Da brauchen wir eine Mindestrente, wie sie auch in allen anderen Ländern längst der Fall ist, für die aus der Erwerbsarbeit Ausgeschiedenen. Schon vor 20 Jahren konnten dänische Freunde nicht begreifen, wie wir mit unseren alten Menschen umgehen. Und in anderen Ländern ist das auch längst der Fall. Und dann noch zu der Umverteilung ein Satz. Eine Gewerkschaftsfrau hat mir gesagt, mit dieser Arbeitszeitverkürzung, Erwerbsarbeitszeitverkürzung, die kann natürlich auch dazu führen, dass Frauen mehr Sorgearbeit erledigen und Männer mehr Haus- und Sorgearbeit verursachen. So, also deshalb brauchen wir auch noch andere Maßnahmen zur Umverteilung. Frau Rothe-Beinlich. Also ich möchte auch erst nochmal den beiden letzten Beiträgen gerade aus dem Publikum ganz besonders danken. Mir geht es ehrlich gesagt genauso. Ich glaube auch nicht, dass wir zu einer gerechten Arbeitsteilung der Sorgearbeit, Familienarbeit, Hausarbeit, Reproduktionsarbeit kommen
ohne sozusagen einen Anstoß und ohne eine Änderung zum einen der Arbeitskultur in den Unternehmen, aber auch andere Rollenverständnisse und des Aufbrechens von tradierten Rollenbildern, die ja heute immer wieder bedient werden. Und weil Sie so beklagt haben, dass Ihnen so viele oder dass so viele heute in fremden Taschen quasi herum fingern, würde ich trotzdem gern nochmal über unser Steuersystem und unser Sozial- und Abgabensystem ganz kurz ein paar Sätze verlieren. Weil wenn wir uns angucken, dass sich Deutschland beispielsweise das Ehegattensplitting leistet, also sprich eine bestimmte Lebensform mit Trauschein subventioniert, ganz unabhängig davon, ob Kinder beispielsweise in dieser Familie sind oder nicht, dann muss man sich schon fragen, wofür Steuergelder so eingesetzt werden. Und dafür haben wir ein anderes Modell auf den Weg gebracht. Da muss man den Mut haben zu sagen, wir müssen dieses Ehegattensplitting in der Tat abschaffen zugunsten eines Individualsplittings, auch und gerade um alle eigenständig abzusichern. Aber das ist sozusagen keine alleinige Maßnahme, sondern das braucht auch ein stimmiges Drumherum, also sprich den Zugang zum Arbeitsmarkt, familienfreundliche Arbeitszeiten, sie sind genannt worden, natürlich eine vernünftige und auskömmliche Bezahlung und vieles, vieles mehr. Zur Frage der Minijobs, ich weiß gar nicht, warum man Angst haben sollte, in den Räumen von Böll über die Minijobs zu reden. Also ich meine, zu einer ehrlichen Bestandsanalyse gehört doch auch zu erkennen, dass etwas ganz offenkundig richtig schiefgegangen ist. Und die Intention war, mit den Minijobs in der Tat bessere Zuverdienstmöglichkeiten zu schaffen. Aber was ist passiert? Davor haben auch viele gewarnt im Übrigen, dass tatsächlich Millionen, ich nenne es mal reguläre Jobs, umgewandelt wurden in diese Minijobs, die nunmehr in perspektivisch Altersarmut und jetzt schon Armut im Alltag führen. Und insbesondere Frauen sind da betroffen. Und da muss ich ganz deutlich sagen, kann ich mit so einem System nicht weiterfahren. Damit meine ich nicht die Zuverdienstmöglichkeiten für Rentnerinnen und Rentner, die angesprochen wurden. Die müssen selbstverständlich neben einer Garantierente, so würde ich es nennen, gegeben sein, genauso wie für Studierende. Aber es kann nicht sein, dass ein Minijob ein Normalarbeitsverhältnis quasi ersetzt und sich Arbeitgeber auf die Art und Weise freikaufen können. Und dann müssen wir über die Sozialversicherungspflicht beispielsweise reden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn es auch in der Böll-Stiftung Unregelmäßigkeiten gibt, dann muss man sie ansprechen. Und da habe ich überhaupt gar keine Scheu davor. Und da muss man das ändern. Man kann nicht hohe oder hehre Ansprüche vor sich hertragen. Und da haben wir als Grüne auch viele Fehler gemacht. Das sage ich ganz deutlich. Gerade mit Blick auf die Hartz-IV-Reform, weil vieles gut gemeint, aber mitnichten gut gemacht war, sondern oft im Gegenteil. Und das finde ich auch wichtig zu sagen. Und einen letzten Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist die Frage der ehrenamtlichen Tätigkeit. Da bin ich relativ nah, glaube ich, bei Ihnen. Zum einen, glaube ich, muss Ehrenamt erstmal möglich sein. Es gibt viele Menschen, die sich Ehrenamt im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht leisten können. Erstens, weil sie den ganzen Tag mit ihrer eigenständigen Existenzsicherung entweder zubringen oder zweitens, weil sie sich beispielsweise schon die Fahrtkosten zu dem Sportverein oder wohin auch immer gar nicht leisten können, um dort zu helfen. Und dafür ein Ehrenamtsgesetz auf den Weg zu bringen, wo man sagt, Aufwände werden beispielsweise ersetzt, um allen Ehrenamt zu ermöglichen, das finde ich einen sinnvollen Weg. Aber es müssen auch bestimmte Arbeiten, und das ist auch meine Erfahrung, ehrenamtlich bleiben. Und man kann nicht alles quasi in Anführungszeichen professionalisieren. In der Pflege spreche ich da sehr wohl dafür, aber für gemeinwohlorientierte Tätigkeiten, dass sie allen möglich sein sollen, dass man Zeit dafür hat, da sind wir dann wieder bei der Zeitdebatte. Da bin ich Ihnen auch dankbar für Ihren Anstoß. Das finde ich völlig richtig. Und dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben Ehrenamt sich nicht nur in Anführungszeichen Reiche leisten können, sondern alle, die dies möchten, sich engagieren, dafür brauchen wir, glaube ich, auch noch die richtigen Rahmenbedingungen, die wir heute so noch nicht haben. Und da sind oft übrigens auch wieder Frauen außen vor, wenn sie Vollzeit arbeiten beispielsweise und sich auch noch ehrenamtlich engagieren möchten. Danke. Jetzt mache ich mich mal ganz, ganz unbeliebt. Also es geht ja nicht darum, dass es jemand sich nicht leisten kann, Ehrenamt zu betreiben. Denn bei den Geringverdienern oder Arbeitslosen, die haben das meiste an Zeitbudget und die Höherverdienenden haben das geringste Zeitbudget. Es geht aber nicht nur um Zeit. Doch, auch. Nee. Nein, wenn es nicht um Kosten geht, es geht nicht um Kosten, es geht auch nicht darum, die Existenz sichern zu müssen. Gucken Sie mal, wie hoch der Fernsehkonsum ist bei den einzelnen Einkommensgruppen, dann werden Sie sehen, Zeit. Der durchschnittliche Fernsehkonsum beträgt 223 Minuten pro Tag pro deutschen Bürger, Bürgerin. Das kann schon genug erschrecken.
Ja. So, ich aber komm, es fehlen oft wirklich auch die Voraussetzungen überhaupt der Teilhabe. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Diskussion. Ich möchte aber vielleicht... Ich finde diese Reduzierung auf, wer viel verdient, kann auch Ehrenamt betreiben, ist grotesk. Also da muss ich nur mal einwenden. Sie machen es jetzt auch platter, als ich es gesagt habe. Und das finde ich auch nicht fair. Ich möchte bei dieser Gelegenheit vielleicht noch einfügen, das haben wir nämlich hier überhaupt noch nicht diskutiert, ist, dass die Arbeitslosigkeit vielleicht Zeit, also dass man damit Zeit hat, aber die Arbeitslosigkeit macht auch krank und kranke Menschen können kein Ehrenamt machen. Dazu sind sie nicht fähig. Da widerspreche ich überhaupt nicht. Ne? Also das ist ein Riesenproblem, weil sich der Mensch über die Arbeit definiert. Jetzt will ich jetzt nicht mehr die Kurve zur 30-Stunden-Woche hinbekommen, das ist Ihre Sache. Aber da widerspreche ich gar nicht. Ne? Im Gegenteil, ich bin sehr dafür, dass jeder eine Arbeit bekommt. Punkt. Erwerbsarbeit. Ja, selbstverständlich. Erwerbsarbeit. Doppelpunkt. Ausrufezeichen. Aber das geht nur mit der Arbeitszeitverkürzung. Sonst bleiben wir wieder drüber diskutieren. Ja. Sie sind wieder der Statiker. Sie argumentieren aus Sicht, erstens, wir haben Industrieunternehmen, die Menschen sind ersetzbar, austauschbar. Und da bin ich wieder bei der Tonnendiskussion. Und im Übrigen, dass keine Arbeit dann geschaffen wird. Und sie nesteln wieder in den Taschen der anderen. Also ich brauche ja nur zu gucken, wenn Sie Arbeitgeber sind. Und jetzt nehme ich mal die Gewerkschaften, die erwähnt wurden. Die teilweise unter Tarif zahlen und die Böll-Stiftung. Die sind ja nicht verdächtig, ausbeuterisch zu sein. Vielleicht können sie es ja gar nicht anders, ne, und müssten dann Insolvenz womöglich anmelden. Also wünschen kann ich mir sehr viel. Ne? Ob es nur machbar ist, das ist der Unterschied. Darf ich dazu? Ja, das ist vielleicht genau mit der Kultur, mit der Arbeitskultur, genau das gemeint. Wenn eine Kultur existiert in einer Gesellschaft und nach 20, 30 Jahren praktisch als selbstverständlich allen eingebläut worden ist, dass Massenarbeitslosigkeit, die Massenerwerbslosigkeit kein Drama ist, dass es sogar für die Wirtschaft erforderlich ist. Es gibt sogar eine natürliche Arbeitslosenrate, die notwendig ist, haben die Professoren von neoliberalen Professoren gesagt, mal war es 2%, in letzter Zeit wurde dies als 5% genannt. Das mag alles für die Unternehmer, für eine Gesellschaft, die nur an die Umverteilung, an die Vermehrung der Reichen denkt und fixiert ist, mag zutreffen. Ich habe da überhaupt gar nicht von gesprochen. Entschuldigung, ich habe erstens gesagt, es ist ein Drama, wenn die Menschen keine Arbeit ich haben. Ich finde, wir sollten das jetzt hier auf sich beruhen lassen. Ich glaube, es gab noch eine Frage an Herrn von Weitershausen, von dem Herrn, der über die Produktivität sprach. Ich glaube, dem sollten Sie noch antworten. Ja, gerne. Das ist eine sprachliche Ungenauigkeit von mir gewesen. Es geht nicht um das Produktivitätsniveau in China, sondern um die Wachstumsrate, auch der Produktivität. Und die ist statistisch ziemlich in der Nähe der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate. Die Wachstumsrate in China ist sehr hoch, ganz genau. Und auch die Produktivitätsrate, das hängt mit der fortschreitenden Industrialisierung in China zusammen, dass immer mehr industrielle Arbeitsplätze dort entstehen. Die gehören sehr eng methodisch zusammen. Das lässt sich sehr leicht nachweisen. Ich danke erstmal. Es gibt noch eine Frage. Noch eine Frage. Zu dem Bild von Herrn Ramthun mit den Taschen, dass er es nicht gern hat, dass da andere was rausholen. Ich frage mich immer, wie kommt denn bei manchen Menschen so viel in die Taschen rein? Und ich glaube, das ist das geschlechterpolitische Grundproblem, dass viele Leistungen, und zwar Leistungen, die hauptsächlich von Frauen erbracht worden sind, historisch und heute immer noch, und das war ja das Thema jetzt hier immer, dass sie schlichtweg nicht bezahlt werden. Und wenn diejenigen, die so viel in den Taschen haben, das bezahlen müssten, dann hätten sie nicht mehr so viel drin. Und eigentlich geht die Diskussion darum. Und
In diesem Zusammenhang möchte ich noch gern etwas erwähnen, was hier noch nicht genannt worden ist. Es war ja von der Professionalisierung die Rede in der Pflege, egal ob das jetzt Kinder sind oder ob das alte Menschen sind. Wir haben ja immer mehr einen Trend, dass Frauen hauptsächlich oder fast ausschließlich aus den Ländern des Ostens kommen. Ob der Osten jetzt näher ist oder aber weiter weg ist, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber dass hier sozusagen eine neue geschlechterpolitische Dimension im globalen Maßstab aufgemacht wird. Und ich denke, das müssen wir alles mal zur Kenntnis nehmen. Also man kann nicht mehr rein ökonomisch national hier diskutieren, sondern wir müssen sehen, es gibt nicht nur China mit Wachstumsraten und sozusagen die Verlagerung der Produktion nach außen, sondern ganz bestimmte Arbeitsplätze, die können nur hier vor Ort stattfinden. Und dazu suchen wir uns dann Frauen, die von anderen Ländern kommen, die in der Tat keine guten Arbeitsbedingungen dort haben, hierher kommen. Und das ist ein Problem, das vor uns steht und das wir behandeln müssen. Und das gehört mit zur Geschlechtergerechtigkeit. Wenn ich aber mir die Bemerkung erlauben darf. Die Bemerkung einmal, machen Sie auch das andere Auge auf. Es gibt nicht nur Frauen, die aus Osteuropa kommen. Es gibt noch eine Frage oder eine Anmerkung, möchte ich noch gern die Gelegenheit geben. Ja, Sie haben mich mit Ihrer Bemerkung von in den Taschen der anderen Finger natürlich auch zu einem Kommentar gereizt. Wenn ich mir nämlich anschaue, wie sich in den letzten 30 Jahren die Lohnquote verändert hat, sie ist immer gesunken, dann frage ich mich, wer da in wessen Taschen fingert. Und wenn ich mir gleichzeitig anschaue, Sie haben ja richtig bemerkt, dass alle Werte von Menschen geschaffen werden mit ihrer Hände- oder Kopfarbeit. Und das Einkommen von Menschen, die nichts arbeiten, erwerbsloses Einkommen, ist in den letzten Jahren ganz enorm gestiegen. Das heißt, wir haben hier in diesem Land einen gesellschaftlichen Reichtum, der sehr ungleich verteilt ist. Und wenn der etwas, nur etwas gleicher verteilt wäre, hätten wir sehr viele Möglichkeiten, sowohl zur Verkürzung von Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Ich bin allerdings der Meinung, dass man durchaus auch diskutieren kann, ob dieser volle Lohnausgleich sein muss. Ein Problem ist nämlich auch die hohe Spreizung nicht nur des gesellschaftlichen Reichtums, sondern auch die hohe Spreizung derjenigen, die in Abhängigkeit beschäftigt sind. Ich selbst habe Hochschulabschluss, ich verdiene wie Hochschulabschluss, ich arbeite in Teilzeit, ich habe mir auch ein Sabbatjahr geleistet, weil ich es mir leisten konnte. Aber jemand ohne Hochschulabschluss kann sich es eben nicht leisten. Und ich denke, diese große Lohnspreizung, gegen die muss gearbeitet werden. Weil jemand, der, es wird immer die Pflege genannt, ich nenne sie jetzt auch, jemand, der Alte pflegt, der in der Kita Kinder betreut, hat genauso hohen Anspruch und genauso hohe Bedürfnisse wie ich, der ich einen Hochschulabschluss gemacht habe. Also Verteilung von Arbeit, Verteilung von Zeit, Verteilung von Ressourcen. Also es gibt viel zu verteilen offensichtlich. Ich möchte zum Abschluss eine ganz kleine Podiumsrunde noch machen mit so einer Visionsgeschichte. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, dass Sie das andere Geschlecht haben und sich das vorstellen, wie Sie im Jahr 2020 leben in Bezug auf Arbeit und fang diesmal bei Bernadette an. Ah ja, das ist eine ganz schöne Frage. Ich wäre manchmal gerne ein Mann, also weil es hat viele Vorteile, auch als Musikerin und als Künstlerin hat es extrem viele Vorteile. Vor allen Dingen 2020 bin ich dann, was haben wir denn jetzt, 2013, in 7 Jahren, muss ich kurz überlegen, bin ich auf jeden Fall über 50 und dann als Musikerin noch auf dem sogenannten Markt etwas wert zu sein, ist dann schon schwierig. Also da verändern sich die Verhältnisse auch ganz leicht. Bei Männern ist es halt immer noch attraktiv, wenn sie graue Schläfen haben und ein gestandener Sänger sind, der was vom Leben gesehen hat. Und das sieht man da auch in Falten im Gesicht. Bei Frauen sieht das da leider doch anders aus. Also es gibt nicht nur Sexismus, es gibt auch Ageism, besonders in der Popkultur.
Ich könnte mir vorstellen, auch ein Mann zu sein, aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh als Frau, weil ich bin gerne eine Frau und ich kämpfe mich dadurch. Herr Raff, es gibt ja noch die Schönheitschirurgen. Nee, die kommt für mich nicht in Frage. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es war ironisch. Herr Ramthun? Ja, erstens hoffe ich, dass im Jahr 2020 kein Unterschied mehr besteht zwischen Männern und Frauen im Berufsleben. Na, im Berufsleben. Und zum Zweiten, wenn ich jetzt an der Stelle meiner Frau wäre, ja, ich fände es toll, wenn ich mehr Zeit für meine Kinder hätte. Dann. Die können Allerdings, Sie sich nehmen. Ja, aber das Problem Indem ist wahrscheinlich... Indem Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren. Wahrscheinlich würde ich, vielleicht hätte ich nur aus der jetzigen Sicht, ne, ich meine, manchmal bin ich schon erschlagen nach ein paar Tagen da mit der ganzen Arbeit, aber ich würde mich danach ein bisschen sehnen, ja. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, die sehr viel offener und mutiger in die Zukunft hineinblickt und in der der individuelle Wunsch der Maßstab für die Entscheidungen ist und auch für die Verteilung von Arbeit und Einkommen. Der individuelle Wunsch und das individuelle Können. Und dazu gehört auch, dass derjenige, der mehr gelernt hat, auch durchaus ein höheres Einkommen haben darf. Sie haben sich jetzt um meine Frage rumgemogelt und Sie haben auch derjenige gesagt. Also Sie das gilt für beide Geschlechter. Und ich sage es mal ehrlich, ich wundere mich sehr über den verbissenen ideologischen Ansatz, der in diesem Stichwort Feminismus hier heute noch durchschlägt. Herr Masarat. Ich glaube, dass Frauen eine Menge zu tun haben werden bis 2020, um die Männer umzuerziehen, damit sie lernen können, damit sie auch in der Lage sind, wirklich gleichberechtigt sich zu verhalten. Wir Männer sind schon aus reinem Egoismus und weil die Gesellschaft auf Ungleichheit zwischen Mann und Frau nach wie vor beruht, sehr bequem die Vorteile, die es da gibt, ob während der Erwerbsarbeitszeit oder auch während der Rentenzeit, diese Vorteile uns zu nehmen. Nein, aber ich versuche realist zu sein. Ich versuche realist zu sein und sagen, das kommt nicht von alleine, wenn wir eine geschlechtliche Beziehung haben wollen, dann wird es eine Menge noch Kämpfe geben müssen. Und leider sind die Hauptträger dieser Kämpfe die Frauen, weil die Männer von sich aus meines Erachtens es sehr schwer haben werden, durch die Einsicht sich zu verändern. Das wird nicht ohne Widerstand, ohne Umerziehungsanstrengung nicht möglich sein. Ich stelle fest, dass die Männer sich nicht so gut vorstellen können, eine Frau zu sein. Frau Rote Beinlich. Ja, als völlig unverkrampfter Feminist mit in Mitte 40, Ende 40 freue ich mich 2020 darauf, dass selbstverständlich sehr viel mehr Frauen in der Politik mit mir gemeinsam für Gleichberechtigung streiten. Freue ich mich, dass ich selbstverständlich auf meine Enkel von meinen 4 Töchtern, die dann bestimmt auch schon da sind, mit ihren Vätern aufpassen werde und mir dafür Zeit nehme. Und freue ich mich auf die Hälfte der Macht mindestens für Frauen und muss mich hoffentlich nicht fragen lassen, ob ich ein Quotenmann bin, weil ich hoffentlich auch immer noch politisch aktiv sein werde und Feminist. Okay, das war schön. Ich werde ja schon im Jahr 2020 ein bisschen älter sein. Also ich bin wir alle. Jetzt froh, im Jahr 2020 ein Mann zu sein irgendwie, weil jetzt wird mir viel besser zugehört.
älteren Männern hört man mehr zu als älteren Frauen. Sie können sich meistens auch besser durchsetzen oder man erwartet von ihnen. So geht's mir jetzt auch. Ich bin nach wie vor Feminist. Ich habe aber nicht gewartet, bis meine Freundinnen mich umerzogen haben, weil die hatten schon andere Dinge, mit denen sie beschäftigt waren. Das war, und ja, ich habe auch gemerkt, sie haben sich das nicht zur Aufgabe gemacht, jetzt Männer zu erziehen und auch nicht mich. Und ich musste mir das also selbst erarbeiten. Meine jüngeren Freundinnen, die sind jetzt, die waren lange erwerbslos, obwohl sie promoviert waren. Die haben jetzt eine gut bezahlte Arbeit bekommen. Das sind nicht alle in Führungspositionen, weil nachdem doch etliche Frauen jetzt dahin gekommen sind, haben die ihre alte Idee wieder aufgenommen, dass sie die Hierarchien eigentlich ganz anders gestalten wollen. Und dann war das nicht mehr so von so großer Bedeutung, dass die Quotierung da durchgesetzt werden muss. Das finde ich eigentlich auch als Vorteil. Und ansonsten ja, wünsche ich mir, dass es so weitergeht, dass die Enkel und Urenkel auch von dem profitieren, was ich als Feminist ja mal mit angeschoben habe. Man sagt ja immer, die Urenkel, die Enkel und die Urenkel fechten es besser aus. Ich hoffe, dass sie es nicht mehr ausfechten müssen, was wir hier ausfechten. Ich habe den Eindruck, dass wir hier auch viele Baustellen aufgemacht haben, thematische, dass es hier noch ganz viel Themen gibt, die man weiter diskutieren müsste, bevor ich Bernadette Hengst den Abschluss übergebe. Möchte ich mich beim Podium sehr herzlich bedanken für die muntere Diskussion und auch beim Publikum für die Teilnahme und wünsche Ihnen alle ein gutes Nachhausekommen. So, nicht alle gehen. Wir kommen zur letzten Nummer, die nicht unentscheidend ist. Das hat auch was mit meiner persönlichen Vorstellung zu tun, was man, wie leicht man manchmal Dinge ändern könnte, mit einem ganz kleinen, aber sehr effektiven Wort. Dieses Wort heißt Nein. Und das kann man vor allen Dingen auch sehr gut singen. Ich singe euch mal vor, wie der Refrain geht. Nein, 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 nein. Ich habe Angst, whatever.
mich satt, anstatt mich abzumühen, für etwas zu verglühen, was keinem etwas bringt, ganz ohne einen Sinn, will ich mal sehen, wie es klingt. Oh, oh. Wenn ich dieses klitzekleine Wort sage, oder wenn man es singt. Nein, 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 nein. Zu deinem Angebot. Nein, 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 nein. Wer noch Lust hat, weiter zu diskutieren, unten gibt es jetzt auch noch ein Glas Wein oder ein Bier und sonst kommen Sie gut nach Hause.